da sind wir schon. Das ist ja geil. Warte mal. Okay, was isst man am liebsten zum Heilbutt? Senf! Wird keiner verstehen, der den Trailer. Und ich sage euch, ich habe was für den Cold Open hier. Und dann verraff ich so, weil ich gucke ja immer sonst aus dem Augenwinkel und wir hatten diesen schönen Rahmen. Könnt ihr den noch mal reinpacken? Das ist der Rahmen auch der heutigen Sendung. Ich dachte, da sind wir noch gar nicht, online. Rahmen, sogar einen kleinen Rocket Beans Button. Müssen wir so ein bisschen Stop-Motion-mäßig dann bewegen, sobald wir da drin sind? Bei mir ist Stop-Motion immer Roboter-Tanz. Da bist du auf jeden Fall schon genau im Spiel, ne? Und auch der Grund, warum ich das zum Beispiel über Anton und so ein bisschen hier reingebracht habe. Auch wenn du mir schon gerade gesagt hast, dass Fabian Käufer das scheiße findet. Aber ich fand's schön. Wir haben drüber diskutiert beim letzten Game Talk. Harold Halibut. Der Name wird dem Spiel Probleme machen, sage ich dir. Das könnte sein. Es wirklich einen besseren, mit einem besseren Titel hätte es mehr Chancen. Simon Halibut? Das wäre schon mal einen Schritt nach oben. Nein, die Alliteration ist nicht das Problem, auch nicht, wie es phonetisch klingt, aber du kannst dir nichts darunter vorstellen. Und Halibut, irgendwas mit unter Wasser, kann man sich vielleicht wegen der Fischnummer vorstellen. Aber ansonsten. Ich kann dir sagen, ich bin gespannt darauf, weil Simon, sehr schön, dass wir wieder was gemeinsam hier spielen können. Ja, ich freue mich auch drauf. Es wurde mir gesagt, Simon spielt Harold Halibut. Dann müsstest du dich dazu setzen, klar, natürlich. Genau, weil es ja auch so ein Quatsch ist, den ich kenne, spiele. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Es ist auf jeden Fall eher was Ruhigeres. Es ist so ein bisschen, ich bin ja ein Unterwasserfreund. Mir hat es auch wegen dem Setting schon Spaß gemacht. Mhm. Ich finde es. Es ist wirklich gelogen, aber im Grunde ist es Wes Anderson trifft Bioshock. Aber es ist Lüge. Aber so ähnlich, weil beide Themen kommen ganz gut vor. Und dann ist es auch noch mit so einer Puppenästhetik. Also die haben wirklich alles versucht, um dieses Spiel nicht quasi in den Mainstream zu bringen. Und das finde ich aber auch schön daran. Wir hatten uns, wenn schon Wes Anderson ist, eigentlich müssen wir uns beide auf die Mitte dieser Couch setzen. Und genau, direkt so getrennt, rüber, ne? Ja, müsste man eigentlich machen. Aber dazu fehlt ja auch schon so die. Also hier, das ist ja schon alles falsch. Ja. Aber es sieht gut aus. Ja, ganz gut. Jetzt müsste so eine. Was ist so eine Wes Anderson-Musik? Ist es so. Das ist so ein bisschen Klavier, Klimper, ne? Oder? Ich habe auch hier ein Klavier. Kalim, Kalim. Kalim, Kalim. Kalim, Kalim, Kalim. Aber jetzt sitzen wir erstmal nur rum, wir werden genau, eingeführt werden. Es waren schon Close-Ups von dem kleinen Kaktus hier, oder was das ist, die Wasserflasche. Und jetzt sitzen wir. Und da ist es so, 17 Jahre verheiratet und wir haben nichts mehr zu sagen. Palim, Palim. Komm, mach einmal auch den 17-Jahre-Blick. Ich kann nicht von dieser Pornomucke, ey. Was soll denn das? Naja, das ist der Porno, ist nur noch in unseren Köpfen. Mit anderen Menschen als derjenige auf dem Sofa. Für die Leute, die die Senf-Anspielung nicht verstanden haben, die Leute, die live zuschauen, wir hatten gerade eine exquisite Senf-Werbung. Ja, Rocket Beans Senf-Werbung. Ich habe den noch nicht probieren können. Ich finde blauen Senf generell geil. Also die Vorstellung. Oder war der rot? Nee, war der eine war gelb, der andere war blau. Ja, gelb oder blau, aber ich hoffe, rot, der Inhalt ist nicht blau, oder? Ich dachte, der Senf wäre blau. Hey, das ja, warum denn nicht? Label. Da mixt du halt ein bisschen was Blaues rein. Ey, aber kannst du denn, kannst du denn solche Sachen essen, die dann so mit Lebensmittelfarbe eingefärbt sind, wie dieser grüne Ketchup von damals? Ich kann mich vage an so Sachen erinnern. Die haben nie überlebt. Aber die Frage ist eigentlich, warum nicht? Weil das ist doch nicht schlimm, oder? Genau, der Geschmack ist gleich, aber man merkt, glaube ich, dann, dass tatsächlich Geschmack mit der Farbe auch zusammenhängt. Und du trotzdem ein komisches Gefühl hast, wenn du grünen Senf oder blauen Senf isst. Du hast recht. Simon, wir spielen Harold Halibut. kommt jetzt frisch raus oder ist gerade frisch raus? Okay, er ist wohl gelb, der Senf, obwohl er blau verpackt ist. Das nur so, um das zu finalisieren. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht uns beschweren über die Senfgeflogenheiten hier. Wobei ich eigentlich ein ausgesprochener Senf-Konnoisseur bin, muss Alter, ich sagen. Ich wurde nicht gefragt für diese Sachen hier. Ich wurde auch nicht gefragt. Und schon? Also ich meine, eigentlich ist der Grimme-Preis unser, oder? Ja, zumindest sehe ich mich gedanklich auch so ein bisschen spirituell. Ja. Auch, ja. Für uns auch, ne? Wir haben den auch gewonnen. Auch so richtig, genau. Mitgewonnen. Ich spüre die Senfkörner in der Backe. Ey, ernsthaft, ich mag Senf. Senf ist der beste Aufstrich. Ich mag aber auch nur vor allen Dingen sehr scharf. Und da kann ich dir aber alles reindippen. Da dippe ich dir alles rein, weil du schmeckst eh nur Senf. Ich mag es brutzelt so ein bisschen im Mund. Aber sehr scharf ist genau meine Stärke. Weißt du, ich mag auch scharf, gerade beim Senf. Allerdings, beim Senf würde ich sagen, es gibt so eine gewisse Stufe wie bei vielen scharfen Sachen. Kann man auch bei Löffelmesser Gebel mit den Schärfefolgen dann einmal gucken. Ab wann
ist es nur noch Schärfe und wann hast du noch Geschmack dabei? Und es gibt bei manchen so die Grenze, du hast einfach nur noch Blas aus der Nase. Wir Blas aus der Nase, die Hot Ones Show Bayern. Der Hot Ones Podcast. Ja, mit so 10 verschiedenen Senf-Schärfegraden und so einer geilen Bockwurst. Und während man redet auf Bayerisch mit dem lass das machen mit der Wurst. Wie die, genau, wie die, heißt es Hot Ones, wo die dann die da draufpacken. Wir machen Blas aus der Nase und machen das mit Weißwurst und scharfen Blas aus der Nuss. Bloß aus verschiedenen Senfschärfegraden. Ey, Alter, wie geil. Herzlich willkommen zu Bloß aus der Nuss. Bloß aus der Nuss. Ich würd's. Fuck, jetzt einmal so Game 2-Ressourcen haben und das einfach mal. So, Leute, Achtung! So das Horn blüht! Ja, okay, wir haben eine neue Show, Bloß aus der Nuss, bayerisch, wie Hot Ones mit 10 verschiedenen Senf und dann bauen die das. Und dann Schnitt Wes Anderson-Film. Okay, shit, wir haben ja auch noch ein Spiel, ne? Ja, sorry. Aber ihr freut euch auch, dass wir jetzt live sind am Donnerstagabend, oder? Das ist wirklich schön, ne? Wenn wir jetzt nicht hier wären, wäre wahrscheinlich gar nichts. Dann würdet ihr nur die leere Couch sehen und es wären mehr Zuschauer. Aber wir spielen jetzt Harold Hollywood. Mhm. Ich will dich ja auch so ein bisschen überzeugen. Doof, dass der Fabian nicht schon so schlecht geredet hat. Ich lasse mich davon beeindrucken. Aber du weißt auch, dass ich ein bisschen schräge Sachen mag. Also, ich bin einfach gespannt, ob du diesen Style irgendwie auch machst. Ich kann es dir sagen, es ging da auch nicht, ich will dir nicht zu viel vorwegnehmen, bei Fabians Meinung weniger um den Style und alles, sondern mehr Gameplay fokussiert und inhaltlich. Ja, also Spielmechanik ist auch ein bisschen schräg, muss ich auch sagen. Aber ich finde, es funktioniert alles ganz gut. So, wir lassen das alles für Deutsch. Ich würde auch Standardsachen, ja. Also auch Deutsch? Gerne Deutsch, klar. Ist ja auch aus Deutschland, ne? Das Spiel? Stimmt, ja. Ich frage nur einmal, ist das Regie, ich mache hier nichts, ne? Besser ist, wenn ich hier nichts mache. Ich habe so ein bisschen Automatismus, erstmal alles einzustellen. Besser ist es. Bitte, nimm das Pad in die Hand. Ich soll spielen? Ja, ich habe, wie gesagt, die Demo habe ich schon zwei Stunden gespielt. Okay. Die Kamera invertieren muss ich lang nicht, ne? Jeder, der Kamera invertieren muss ich nicht oder sowas, ne? Nee, okay. Feste Cam. Jeder, der Bock hat, kann sich ja die Demo auch parallel oder so mal runterladen, weil die geht echt lange. 2 Stunden ungefähr. Und du kannst einen echten Einblick bekommen. Den glaube ich auch nicht, dass ich heute was Neues sehe. Aber ich freue mich schon drauf, das weiterzuspielen zu Hause. Mir geht's ja auch um Geschichten. Ja, es ist vor allen Dingen, ich mag mutige Entscheidungen. Ich höre auch gleich auf, aber mutige Entscheidungen, so ein bisschen was Grafik und so auch die Charaktere, die Figuren, wie die halt diese Puppenmechanik, wie die animiert sind. Das sind alles Entscheidungen, die jetzt nicht unbedingt Mainstream schreien, aber ich mag's halt gerade dafür. Weil es gibt schon genug Sachen, die alle sich irgendwie ähneln. Ich bin auch absolut dafür. Traut euch was bei den Games und entweder fallt ihr auf die Nase oder ihr macht was ganz Besonderes. Und es hat seinen eigenen Look dadurch. Das finde ich richtig schön. Das kriegt auch wirklich nicht jedes Spiel hin. Ja, der Chat sagt es auch, ist auch im Game Pass für die Interessierten. Oh ja, das ist natürlich genial, ne? Das ist wahrscheinlich easy an einem Wochenende durchspielen. Das ist jetzt in einem Senfglas drin. Natürlich, das wäre eigentlich perfekt, wenn wir das irgendwie kombiniert hätten. Das könnte unser Werbespot-Spiel sein. Ja. Yeah. Also, weißt du, sie sind irgendwie animiert wie so Puppen, aber eben, man sieht die Fäden nicht, ne? Und es ist alles ein bisschen. Also, es hat auf jeden Fall einen komischen Style, finde ich. Bisschen, man sieht so diese. Nicht ganz Stop-Motion, ein bisschen flüssiger, ne? Aber als wenn du dann ja die Augsburger Puppenkisten. Genau, es hat diesen Puppenkisten-Look, aber natürlich kannst du es ja, weil es eine 3D-Figur ist, komplett animieren und dann wirkt es schon deutlich besser. Aber es hat auch die Klamotten und so, es hat so diesen Look and Feel von früheren Puppenshows, nur eben besser, muss man sagen, ja. Gertrudes Bier. Und du siehst schon direkt, es ist so ein kleiner Mikrokosmos, ne? Da gibt es so seine verschiedenen Geschäfte und alles, aber alles ist klein. Sie werden sich fragen, was hier passiert. Das ist die Kleinstadt Senfrausen. Und ich bin ein Reifen bestehend aus Käse. Der sie durch die Samenteufel. Ja, wir rollen mal los. Schwierig, jetzt will ich wissen, was der rollende Käse noch zu sagen hat. Der rollende, redende Käse. Oh, hi Major. What's the matter? Huh? Is that leak bothering you again? It's okay. Your fine. Dachte, es wäre deutsch Synchro. Fine. I had a fine. You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No.
Wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit. If an onward journey to the Social District is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. Wait, but only last month, it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the Fine Secretary, so we can all get on with our day. Ich fange schon mal mit, also ich habe eh schon Panik vor Kontrolleuren, nicht weil ich habe immer eine Fahrkarte, aber es ist immer so eine Grundpanik, ich dann trotzdem mal, finde ich die Karte noch, läuft jetzt mein Deutschland-Ticket, jetzt kommen die schon zu mir nach Hause. Das ist es. Und die Implication ist ja, dass sie dich rauswerfen können ins Wasser, wenn du nicht das machst, was du willst. You're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Siehst du auch dieses unfertig Bemalte? Ja, das ist es, glaube ich, was ich eigentlich meine. Sie wollen ja, dass man das so auch sieht, ne, als kleine bemalte Figur. Auch diese Instagram-Kacheln. Yeah, I don't make the rules make me. Hashtag Life Goals. Warte mal, ich gehe mal, wie ich mich fühle. Ja, Harold, ich meine. Ich finde die Figur eigentlich ganz cool. Er sieht halt aus wie der Killer aus No Country for Old Men. Aber weißt du hier? So warte mal, hier Wes Anderson-Pose. Jetzt, wir gucken ihn an. Ja, oder? Warte mal. So, jetzt wir gucken und er guckt. Könnt ihr reinzoomen auf ihn, Regie? Direkt in seinen leeren Blick? Ist das, aber Regie, ist das möglich? Da muss die drei verschiedene Gesichter ran. Wahrscheinlich, nein. Wollen natürlich auch nicht über Anspruch, aber falls es geht, ansonsten, ja, da. Schaut euch an. Senf, Käse, Rocket Beam. Schön, schön finde ich, ja. Ja, er hat ein bisschen was von dem Anton Sigur oder so hieß er da, ne? Aus von No Country to Old Man. Ich weiß, war das nicht? Nee, nicht Javier Bardem. Doch. Ist er das? Meinst du gerade die Figur hieß so, oder? Ja. Das wusste ich nicht. Since we blocked it. Please, Mr. Secretary, let me just... I mean, look, can't we... Your name is Mr. Secretary? my title, young man, is All Water Secretary number 24. It is not my name. Anyway, I'm afraid All Water Corporation can't be seen to make exceptions. You'll have to go through the proxy payment process like everyone else. There were the dark times. Okay, but... Zahlen will er hier nicht. Warum macht er, was ist die Taste, um ihn eine zu klatschen? Es gibt leider keine Gewalt in diesem Spiel. Es gibt leider keine Gewalt in diesem Spiel. Ich hab ja nur den Anfang gespielt, vielleicht entwickelt sich nicht, noch. Nicht bis ich fertig bin mit dem Gaming. Also, es hätten eine Menge Leute teilweise Gewalt verdient in diesem Spiel, wie immer. Aber nein, man darf nicht austeilen. Er ist halt ein bisschen der Lappen, ne? Also Harold ist so ein bisschen der Dude für alles, der aber gleichzeitig, keiner weiß so recht, was wir mit ihm anfangen sollen. Der kann so richtig nichts wirklich gut. Wir können das beide nachvollziehen. Ja. Wir fühlen uns da durchaus repräsentiert. Das finde ich gut, ja. What? No, I meant because it was a joke, doofus. Blödi. Yeah. Could you let me wait in peace now? Oh, sure. Will do. Have fun. Da muss ich gerade an unser Spiel mit Bartkind denken aus der aus dem letzten hier Spiel, was wir hatten. Das aus Harvester meinst du? Ja, ja, genau, das Kind. Ist es der uns Paperboy? Immer, ja, ja, da gib mir die Zeitung. Alter, ey. Was ein Spiel. Ich denke da manchmal noch dran und freue ich mich immer. Ich wache ab und zu mal nachts auf und denke dran. Mein Therapeut sagt auch, dass ich zu oft daran denke. Bist du etwa Denke dran, Joost? Dann Joost? Kennst du nicht Denke dran, Joost? Nee, was ist das? Von der Sesamstraße. Ist das eine Figur, die so heißt? Ja. Denke dran, Joost? Denke dran, Joost. Den hast du bestimmt schon mal gesehen. Mr. Resetti oder so, irgendwo, der seine Funktion im Namen hat scheinbar. Ja, ich glaube, der darf einfach nicht vergessen Sachen und vergisst sie aber immer wieder. Ah. Entschuldigung, dass wir so reinlabern, sorry. Aber ihr könnt euch ja die Demo angucken auch. Oh, Harold, here you are. I've been looking all over. Get your buns to the lab, please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a... Das wird ihm jetzt auf den Sack gehen, ne? Completely reasonably Bußgeld. And fairly applied fine, if I do say so myself. Da wohnen 12 Leute.
Please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. Hey, das ist wirklich Amoklauf Country, wenn dieser so anfängt. You'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Okay. Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again. I can't wait. Das stimmt auch. Optik hat was von Shaun das Schaf. Da sind auf jeden Fall auch Ähnlichkeiten. Oder generell die ganzen Wallace & Gromit Sachen so haben auch ein bisschen. Da gibt's auch ein ganz nettes Wallace & Gromit Telltale Game. Ne? Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? Ach. I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. Du stirbst als Erste, ey. Ja, sie ist ja eigentlich die einzige Gute, ne? Sie ist auf seiner Seite. Du weißt, es ist doch immer Mutter die Schuld. Sie ist, glaube ich, nicht mal die Mutter. Sie findet uns einfach nur. Sie hat jetzt ein bisschen Mitleid, glaube ich. Achso, ich muss hingehen auch noch. Jawohl, Mutter im Geiste. Also, wobei, vielleicht ist sie wirklich die Mutter. Ich glaube, sie ist gar nicht die Mutter, sondern einfach nur. Wie gesagt, die. Sie ist halt nicht so anstrengend wie die anderen. Die Entwickler haben sich, glaube ich, irgendwo gemeldet, auch unter dem Demo-Video von mir. The other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. I'm sorry, Professor. Die haben gesagt, bei diesem Transportsystem, was wir auch gleich sehen werden, haben sie sich bei der Deutschen Bahn inspiriert. Weil ich das vermutet. Ja, also so habe ich mich auch zuletzt bei der Bahnfahrt gefühlt. Ich stand 2 Stunden in der überfüllten Regionalbahn von Köln nach Münster vor ein paar Wochenenden. Ich dachte, wo bin ich hier, nach Sardinien unterwegs oder was? Und dann, sehr gut. Ja, ich hatte letzt den Moment, wo ich wirklich durch den Zug gelaufen bin, der so voll war, dass ich die Leute beneidet habe, die zwischen den Zügen auf dem Boden sitzen konnten. Weil die konnten halt wirklich wenigstens sitzen. Immerhin. Und denkst so, fuck, der hat's richtig gemacht. Der setzt sich einfach auf den scheiß Boden. Nicht mal Platz dafür war. Aber 2060 soll das alles mit dem Angriff der Dritten Armee in 30-60. 30, stimmt, wir haben es ein bisschen verschrieben. Wir bauen für sie um. Ach, da stehe ich ja immer noch. Würdest du da leben wollen? Ich fände es eigentlich schön. Also immer, ist natürlich gefährlich, gibt wahrscheinlich auch Gründe, warum die da sind, aber ich finde es schön. Ja, also es ist wie bei vielen Phobien, von denen ich geplagt werde, unter Wasser hätte ich so ein bisschen mein Problem damit. Selbst wenn du da natürlich eine richtige Gesellschaft hast und alles, aber dieses Rapture-artige Ding mit, du siehst schon die Wassermassen von außen, die da reinbrechen könnten. Ich weiß nicht, ob ich da entspannen könnte. Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Irgendwann siehst du es eben nur noch als Tapete an. Hauptstation, schätze ich mal. Machen wir mal. Ich bin in der Hauptstation. Ach so, Entschuldigung, ich kann dir auch helfen, aber ich dachte, nee, brauchst du nicht. Sozialsex, man kann so ein bisschen überall rumfahren, genau. Du nimmst du original den einen, wo steht Out of Order? Ich wollte mal gucken. Ich würde gerne nach Out of Order. Vielleicht ist das eine Empfehlung, aber keine Regel. Where is the any key? Laborsektor, komm. Genau, richtig. Du bist nämlich auch ein Wissenschaftler. Du weißt schon, wo du hingehörst. Da musst du hin. Also der Eindruck hier, Harold, ist es der Hausmeister? Ja, der ist, wie gesagt, keiner weiß, mit dem wir sonst fangen. Er ist Mädchen für alles, deswegen arbeitet er vor allem für sie auch. Aber alle behandeln ihn, wie du gemerkt hast, so ein bisschen als den Depp. Er ist einfach unmotiviert. Er ist wie ich. Schläft gerne lang. Wo ist das Problem? Drei Geister haben keine Chance in dieser Welt. Ich lasse ein bisschen Abstand, weil die labert mir zu viel. So, red mal vor dich hin. Jetzt bleibt sie, jetzt wartet sie, bis sie fertig gesprochen. Nee, du entkommst dem Labern nicht. You never take responsibility and I never know where to find you next. Weil sie werfen ihm ständig was vor und er verteidigt sich nicht. Das hasse ich in Spielen und in Filmen. Wenn sich die Figur nicht verteidigt, obwohl du doch als Zuschauer weißt, dass sie eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht hat. Es hängt davon ab, wie sie von der, oder die Figur in dem Fall, Harold, von der Gesellschaft dort geschliffen wurde. Weiß ja nicht, weiß jetzt nicht zum Beispiel, ist er da geboren, hat er nichts anderes erlebt vorher? Wahrscheinlich schon, ne? All water raised the tube fares again, and they never announced it properly. This time it really was an honest mistake.
Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. Frauen sind nicht für dich, Harold. Ja, die Düne. Wir haben jetzt hier Wissenschaft. Ich bin die einzige Frau in deinem Leben. Deine Mutter, nicht Mutter. Mutter-Chefin, ja, Chefmutter. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, Knutschi. I'm sure those are all my... So ist das in der Wissenschaft. So ist es nun mal. Ja, ja. Ihr wisst alles es ja alle gar nicht. Wir waren da jahrelang tätig. War das die Wissenschaft? Oder wurden wir ausgenutzt in irgendeinem Knutschpuff? Knutschpuff, ey. Wir brauchen das für die Daten. Und wir schon so mit trockenen Lippen. Oh, nee. Ich meine, ich war sehr überrascht, dass die mir erzählt haben, dass zu einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht Zungenküsse gehören. Ja, was soll ich sagen? Aber das heißt doch einen Abstrich machen. Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Top of the four buttons, right? Hey, ich krieg wirklich schon langsam eine Spiegel. Jetzt kriegst du dein Fallout-PDA noch mit dem Kumpel. Then I use the navigation knob to highlight. Er sollte vielleicht aufhören, laut nachzudenken. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Leute ihn für einen Idiot halten. Das kann sehr gut sein. Great. Ach, das ist nicht meine innere Stimme. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now Harold, to it. Du lebst ja seit 20 Jahren. Du hast das Ding, seitdem du 2 bist. Oh, nein, den lasse ich nicht meinen Videorekorder programmieren. Hast du eigentlich Fallout schon gesehen? Nee, noch nicht. Guck dir das mal an, das ist richtig gut. Ja, ich hab's auch eingefallen. Ich liebe ja auch Fallout. Mein Prime ist ausgelaufen zuletzt. Ich muss mir das nochmal holen dann. Das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt auch nur 3 Folgen bisher, aber ich freue mich richtig drauf. Jetzt wird geschäkert? Was ist da los? Nee. Du bist einfach wieder weg. Nee, hast du den. Warte mal, hast du den Button gedrückt? Nee. Ich hab den Button. Nee, ich konnte da nichts drücken. Ich glaube, du sollst die Fische. Geh mal da oben, genau. Nee, hier mal links. Mal lieber die da Märchen. Oben, ja. Das ist quasi der Auftrag, den sie dir gegeben hat. Packt er seine Hände da rein? It's our food. Ein Rätsel! Natürlich. Better ask Cyrus about this. Was essen Fische? Chips, Pizza, Pommes. Ja, so Sachen, ab und zu auch mal ein Schaumkuss, Lollis. Ich muss mal. Fischlollis. Ich muss Cyrus fragen, aber der ist nicht hier, ne? Ich hab mich an diesem Punkt eigentlich gefragt, wer war denn nochmal fucking Cyrus? Ist das der Computer? Wer ist Cyrus? Weiß nicht. Ist der Richtige, um nach Fischfutter zu fragen. Das ist jemand mit dem Hut. Ich habe einige Leute mit dem Hut gesehen. Ist das der am Counter? AW? Sehe ich jetzt erst, dass das da rechts auch noch so scheiße die ja, Story zusammengemalt ist. Ja, das ist der Counter, wo wir waren. Ja, da müssen wir also wieder komplett zurück zu Cyrus. Aber ich mag das, weil das auch so wirklich nicht mal hübsch, hässlich, sondern einfach nur dilettantisch gemalt ist. Rechts. Also das ist woanders sieht es ja dann immer so aus, als ob da jemand richtig gut zeichnen kann. Aber er hat sich keine Mühe gegeben, einfach. Ja, ne. Er kann es auch nicht das besser. Das ist so mit der linken Hand gemalt. Also, er hat seinen Ausweis da, einen Hammer, so seine Tools. Ein bisschen, was ist ein Schraubendreher wahrscheinlich, ne? Er ist garantiert auch der Handyman, falls mal bei einer der anwesenden Unterwasserfrauen ein Rohr verstopft ist oder der Hahn klemmt. Der kommt vorbei und sagt, ich möchte ein Rohr verlegen und verlegt dann ein Rohr. Und dann geht er wieder, ja. Und sie alle voll dürsten. Also, aber er so, ja, aber er hat nicht meine Leitung freigelegt. die Körperhaltung, die er hat, also ja. das ist ja schon eine Klammer auf, ne? Das ist nicht gerade das Rückgrat. Ja, nee. Der Kopf zeigt in eine andere Richtung als der Rücken. Er schafft es irgendwie, oben und unten gebückt zu sein, irgendwie, ohne dass er zum Rad wird. Er ist der eine, er hat die Doppelbückung geschafft. Die Doppelbückung. He's the one. You just have to go where they tell you. He's the one. Weißt du, was, wo? Was? Wir haben beiden nicht zugehört, ne? Ja, ich dachte, laufen wir nicht. Deswegen legt man uns schon zusammen, damit wenigstens einer zuhört. But sometimes you just have to go where they tell you. It's better than Moreau having to bail me out again. Also okay. Ich dachte, ich muss wieder hochfahren, dass das Sai ist, aber anscheinend nicht. Ich dachte auch, aber dann musst du vielleicht einfach hier erstmal weitergehen. Wahrscheinlich kommt diese Sai-Geschichte, ich glaube rechts war einfach nur, was bisher passiert ist, bei den Bildern meine ich. Kann er schneller laufen? Und Sai ist eine andere Figur. Ich glaube, dass ich's tatsächlich weiß. Ja, ich gehe erstmal rechts, aber es stimmt, hier gibt es noch ein Treppenhaus. Nur ich weiß, ich habe denselben Fehler nämlich auch gemacht, als ich gespielt habe. Weil ich denke, wer ist es denn? Kann ja nur jemand sein, den ich schon kenne. Ja, du kannst auch runtergehen, ne? Ich laufe. Ah, Entschuldigung, ich bin aus der Puste. Hier fehlt wieder.
ihr fehlt ein bisschen die, was ist denn das, Mucke, finde ich. Ja. Also da fehlt so ein bisschen das, die Stimmung noch. Es ist zu... Also der Soundkulisse ist toll, das möchte ich sagen, ne? Die Türen alles. Mein, ach, mein das Bett, ist einfach dein Bett. Das ist einfach mein Bett hier. Du pennst also, im Labor. Der hat mich einfach hier wieder nach Hause, von zu, wirklich da im Labor rausgeholt. Wir gehen zum anderen Treppenhaus ja. mal. Aber die Regie kann ja gerne nochmal die Wes Anderson Musik einspielen sonst. Ich weiß nicht, ob das die Wes Anderson Musik war. Das war die vom Titelbild einfach? Oh, okay. Ah, okay. Ich dachte, ihr hattet da noch, dass Felix ja live was eingespielt oder so. Nee, die haben uns einfach ausgetrickst. Die haben uns einfach ausgetrickst, nicht schlecht. Eine Toilette. Ist ja auch irgendwie ein Labor, ne? Ja. Ich hab kurz was zu tun. Nee, kann nichts machen. Oh, wird das einfach alles ins Wasser abgelassen da direkt? Dass man so aus dem Fenster dann rausgucken kann. Oh, guck mal, aber das der... Ist wirklich, sie ist, oh, der... Ja, der musste aber richtig groß, der, ne? Pedersen wieder, da siehst du so eine lange Wurst mit so einer Erdnuss in der Mitte noch irgendwo. Ich hab doch gesagt, er soll kein Mais essen. Ja, aber du hast recht, das ist wahrscheinlich wirklich so, die, alles drumherum, die ganze Hälfte ist Kacke, was da so rumfliegt. Und Klopapier, siehst du, ja, überall irgendwelche Fissel. Es sieht schon echt aus, du hast natürlich dieses Bioshock-Grün, ne? Im Wasser hinten, plus die vielen Lichter. Ist, könnte das so eine Enterprise fast sein? Ne? Das ist ja hinten die... ich weiß, welche du meinst. Aber man hat ja am Anfang nur gesehen, es ist so ganz wirr ineinander konstruiertes Geflecht aus diesen Einzelkammern. Irgendwie cool, aber wirkt auch wie ungeplant gebaut. Ne? Nicht ungeplant, wirklich, ja. Also wie so ein Notfallprojekt, weil man irgendwann unter Wasser gemerkt hat, wir können nicht mehr hoch. Also ich finde das ganz cool, weil das sagt ja viel aus. Ne? Aber das ist das, Sai? Wir werden es erfahren. Gucken wir mal. Hey, Sai. Oh. Hey, Harold. What's going? How's up? Just alles fit im Schritt. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away. Looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, you know, given fish blood is such a good fertilizer, what, the slow-release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sai, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh, yes, sorry, Brad. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. Aus I'm Fisch. Working on a new recipe at the moment, in fact. Ich dachte eher, dass er... Can fish even taste? Überall den Kot einsammeln. Ja. Dass er hinter dem Geheimnis steckt, dass man nirgendwo eine Wurst rumschwimmt. Manchmal nascht er auch, aber meistens. New fish food would ein Kotnascher geht rein, ein Kotnascher kommt raus. Nee, zwei Kotnascher gehen rein, einer kommt raus. Du willst halt nicht wissen, wie das Fisch wurde gemacht. Naja, ich meine, seit Mad Max 3 weißt du, dass du, es gibt keine andere Energie mehr, außer Methan. Ne? Da. Das siehst du? We're free out here. Did you see that? Was that fish real? Bisschen subtil, ne? Sure. I mean... Even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward. Die Fische haben keine Arme, um das draufzuschreiben. Aber sie akzeptieren es einfach. Yeah. They don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes. On all those little flyers, handwritten too. What did that fish message mean? Do you think? I guess something about. Exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something. Maybe they think the ocean is a conspiracy too? Ich weiß natürlich, dass es eine andere Art von Spiel ist als Point and Click, aber so wie sich das andeutet, ich hätte jetzt Bock zum Beispiel, dass du, weiß ich, du hast deinen Schwimmanzug und du gehst da raus und kannst das dann alles erkunden und findest raus. Mhm. Der Almöhi, der da auf der Insel oben lebt oder alles. Ich das will auch, ich ganz geil. Ich will auch immer die Welt so absuchen mit dem Cursor und nach Gegenständen und Sachen, ne? Das will ich irgendwie auch. Ich will auch gucken, machen. Ob ich den Skeletterarm damit benutzen kann. Ja, kannst du nie. Nie. Also der hatte jetzt keinen Fischfutter für mich, ne? Nee, er muss das erst wachsen lassen. Aber immerhin haben wir den Part jetzt gelöst. Jetzt überlege ich mir auch gerade. Läuft auch wie ein Hose. Ich gehe mal zur Filtration Pump. Warum nicht? Ja, guck mal. Kann ich hier rein? Nee, Toilette ist besetzt. Da, ein Tentakel! Tentakel! Oder? Ja, könnte ja, es könnte auch eine Pflanze sein. Nee, es sind Tentakel. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl,
Ich muss auch gerade an das denken, was die Regie am Anfang gemacht hat mit dem Fernseher, wo wir drin waren. Mhm. Aber diese Nachricht, die da von außen kommt, das erinnert mich so ein bisschen wie, wie heißt das denn, der Jim Carrey-Film? Du kennst ihn natürlich. Die ganzen Tag lang. Der talentierte Mr. Rapp, hätte ich fast gesagt. Ey, wie kannst du denn das nicht kennen? Will Hunting. Nein, wo hat denn der Fernsehshow? Truman Show. So. Das ist so ein bisschen, da versuchen ja auch Leute mit so einem Flieger und so Nachrichten ja, über meine, ja. Daran habe ich gerade. Nein, ist es nicht. Irgendwie so, daran habe ich mich gerade erinnert. Vielleicht wird denen ja nur suggeriert, sie sind in dieser dystopischen Unterwasserwelt, aber in Wirklichkeit sind sie nur Unterhaltung für andere oder so. Oder draußen, die Reichen haben sich so die Oberwelt geholt und haben den Armen nur vorgemacht, dass sie unter Wasser sein müssen. Und oben haben sie einfach endlos viele Liegen am Strand. Nie wieder teilen müssen. Nie wieder teilen müssen. Oder die habe ich es gelöst? Ich habe einfach irgendwas gemacht gerade. Nee, aber du bist ein ganz natürlicher Hausmeister. Du hast es in dir. Du hast das Hausmeister-Gen, Gregor. Gregor Katsios, kriegischer Hausmeister der Gemeindeschule. Ist das wieder sauber, Malaka? Auf jeden Fall. ich sehe dich da. Weißt du, ich geh da hin und dann ist er ganz aufgeregt und ich sagte, mach dich mal locker. Mach dich mal locker. Mach dich mal locker. Ne? Die denken, du sagst, mach dich vom Acker und die hauen immer ab. Ich sag, mach dich mal locker. Aber ja. Und die hauen mich dann die ganze Zeit. Ich brauchte aber so einen weiß-grauen Schnorres noch und so einen eckigen Hut. Das und so ein Overall. Einen blauen Overall, halb offen. Aber darunter nichts, einfach nur Haare. Wir. Da ist aber nichts an drunter. Und das wissen alle. Ich lass mir deine Schweißnähte verraten. Ich lass mir einfach aus meinem dicht gewebten Brustpelz einfach sowas sticken. Ja, wie so Dreads, nur halt so als wie so eine Rüstung. Guck mal, wie er hochgeht. Also, wenn das kein Schiefrücken ist. Oh, das tut dir ja beim Zugucken weh. Und dann aber den Kopf weiter nach oben. Ne? Ja, unten geht's noch, aber da muss ich ja richtig reinstecken hier. Oh Gott! Ich höre es bis hierhin knacken. Aber da siehst du, das ist einfach ein Schluffi. Das ist, das ist mehr Gemüse als Mann. Also, mehr Gemüse als Mann klingt auch wie ein ganz unerfolgreicher Podcast oder so. Herzlich willkommen zu mehr Gemüse als Mann. Heute Rettich. Klingt wie so ein Veganer, Männer-Podcast. Du Mann trotz Vegan. Es ist dann so von wegen, ist das auch ein Quiz, wo die dann anfangen im Studio zu furzen die ganze Zeit, die müssen erraten, was Veganes sie gegessen haben dann vorher? Alter, eine Leiche. Ich fand Edward, das ist Edward Laser eigentlich. Das ist Edward mit seinem Blazer. Edward Blazer, fuck. Ist das eine türkische? Ey, wir hatten einen Raid. Hallo, liebe Menschen. Fühlt euch begrüßt. Komm, guckt euch das an, das ist gut. Should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? You're really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. Ach so, das ist sein Name. Ich dachte, der will so eine Sujuk essen oder so. Oder der isst einfach vielleicht viel Sujuk, deswegen nennen sie ihn so. Das kann sein. Ach, warte mal. Wie man dich Riesenpenis Gregor nennt. Ja. Pferdepenis Gregor. Es ist nicht ironisch gemeint. Oder Eselpenis. Wir entschuldigen uns bei den Leuten, die von Haselnuss. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich vergesse immer wieder, dass es so Leute gibt, die uns... Leute haben sich wahrscheinlich ihren Stream angeguckt und dann Holster mit der ganzen Familie. Bekommen hier. Ey, das empfehle ich niemandem. Sujuk. Ja, tut mir leid. Sorry. Ich dachte, das wäre jetzt hier noch ein Textkasten, aber ich kann tatsächlich Multiple Choice auswählen. Ich frage ihn nachher nach Sujuk hier. Oh, Sujuk. Sujuk ask. Yes. Sansu's ask. Eternal love. Ach so. Best and only Turkish novella we have on board. I thought aber Sujuk ist auch Liebe. Well, with all the drama around Emery's cousin and whatnot. It's worth powering through to season 36, though. That's where the plot really ich meine, so eine 11 cm Sujuk reicht doch, oder? Ja. Für ein Sandwich. Ach so, du bist wieder dran, ne? Ach so, ja. What brings you to the lounge, anyway? Would you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are happy, and I don't mind the time off. But if it goes on much longer, they'll forget everything. Won't they do their homework?
Maybe. The whole social district is off limits right now, so at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kind of cozy here, though, you know? Warum hast du nichts an? I suppose it is. Anyway, don't mind me, Harold. Bye, Chris. Wenn du einmal so ein Seiden... Bläser. Es ist auch schon sehr bequem, muss man sagen. No? Ja, der hängt auch. Du musst gar nicht wissen, der lässt frei hängen. Deswegen bist du froh, dass du überhaupt was hast zwischen sich und dem Sofapolster. Ich muss es nicht wissen, aber ich habe schon gewusst. ballert sich auch schön das Swapwater rein, ne? Swapwater. Ich hätte es gut gefunden, wenn er noch so einen türkischen Dialekt gehabt hätte. Ist er denn wirklich Türke? Weil ja, er hat doch gerade nochmal. Bambini ist doch eher so. Ist doch italienisches Wort. Ja, aber er guckt sich seine türkische Telenovela an. Ich meine, vielleicht ist sie synchronisiert. Okay. Ich habe ja nichts dagegen. Er sieht auch nicht so wirklich türkisch aus, dein lieber Nare. Ich habe mich so ganz gedacht. Was ist es für ein Dude? Der alte Joke, das türkische Glücksrad, ich kaufe ein Ü. Ding, ding, ding. Ja, ich muss so lange, als ich erstmal in der Türkei war, damals war ich vielleicht 14, war da ein Werbeplakat für Terminator. Ich hab so gelacht, weil das halt, du kanntest das halt irgendwie nicht. Die Terminator. Ja. Das war der Terminator? Nee, es war einfach... Turkminator? Jetzt, aber was ich meine, für die ist es ja normal. Ja. Aber es sieht einfach zu lustig aus, wenn du es siehst. Kannst du nicht ernst nehmen. Nee. Ich muss mir diese Filme alle die Nachgemachten mal angucken. Ja, die sind alle geil. Also die kenne ich auch nur Schnipsel. Ja. Die, die Star Wars, Spider-Man, also gibt. So eine, wir hatten ja eine in gibt's Griechenland. Auch Herr der Ringe? Gibt's auch türkisch? Bestimmt. Lord of the Rings? Das würde ich gerne mal sehen. Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe. Oder wie heißen die Sesamringe oder so? Herr der Sesamringe! Man, ja, der ist so ähnlich. Herr der Kuludi. Hier, wir haben doch schon auch türkische Zuschauer. Sag mal, wie heißen diese Ringe? Haben die einen türkischen Namen? Kulodi heißen die. Oder? Also wirklich so? Oder Simit, sagt man da auch dazu, oder? Simit? Also wir in Griechenland kennen es als Kulodi. Wir sind ja eher alles entliehen aus dem Türkischen bei uns sehr viel. Türkisch-Griechisch. Ja, die haben uns ja viele Jahre... was haben die? Nee, ist schon klar. Der griechische Befreiungskampf ist sehr, sehr wichtig gewesen von den Türken. Das haben sie uns in der Schule damals auch noch beigebracht. Nee, hier komme ich auch nicht hin. Danke. Ja. Du willst es nicht mehr, oder? Trinken. Wir haben nee, mach ruhig. Deep Throat das gerne. Level 1, Lab Quarters, irgendwie. Oder habe ich jetzt das Fischfutter? Darf ich jetzt ablassen? Drück mal auf den Knöpfe. Wir lassen das auch hier für die anderen stehen. Das ist bestehen, guter, ne? Wodka. Mit Senfgeschmack, ne? Ja. Ja, hast du Futter geklärt? Nee, wir haben ja immer noch kein Futter. Ich guck mal, er macht ja was. Doch. Little fishy, your little dishy is now served. Hat er uns was anderes gegeben dafür, oder wie? Na gut. Oder er hat jetzt... Okay, Harold Bot Diagnostic Report. Scanning. Scanning. All tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation. Minimal. Energy levels depleted. Recharging required. Next destination, Agora Arcades. Was ist die Taste, um mich selbst zu schlagen? Ja, wenn... Ich weiß nicht. Oder kann ich mir selbst so ein Veggie geben oder so? Das Ding ist, er ist jetzt nicht unsympathisch, aber man wird sich auch ein bisschen schämen, mit ihm gesehen zu werden irgendwo, ne? Also, unsympathisch ist er nicht, aber er hat very strong Lappenenergie. Ja, wirklich, Lappen ist very strong in ihm. So, aber ja. Jetzt, das will er doch jetzt machen, oder? Zu den Arkaden. Why isn't this working? Oh, komm! Aber so siehst du, ich verstehe diese I suppose the ticket reactivation deutsche Bahn-Metapher. Yeah. Läuft mein Deutschland-Ticket noch? Ankündigung ansehen, nach wahrscheinlich im Computer. Jetzt komm, sag du mir nicht, dass du die Zeichnung nicht irgendwie ich hab eine dumme Art geil findest. Ja, die schon... Ich würde gerne wissen, wer die gemacht hat von denen. Der kriegt auf jeden Fall von mir ein Fleißsternchen. Ich mag die sehr. Ankündigung Angst auf einem Fernsehen in der Lounge. Vielleicht, wo unser Sujuk-Typ da war, unten? Ja, genau. Ist richtig. Das ist die Lounge, ne? Ich meine, alle, die jetzt dazugekommen sind oder schon länger gucken, ist natürlich, wir sind am Anfang dieser Reihe. Es entwickelt sich gerade erst so ein bisschen die Story, ne? Ja. Ist ein bisschen ruhiger, als man es gewohnt ist, glaube ich. Not that I actually live here. Oh, it's starting. Bring!
Hallo, liebe Liebenden. We chose the stars. Not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess. But our ancestors did. And we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth. And where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation, over all others, helped make that possible. All Water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Kasselchop. Kasselchop. Ich bin fast hier mit so Stimme vor Frisur. The CEO of All Water Corporation. Spam, Sausage and Spam. I'm a citizen of Fedora, just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together before we unveil the next step of that journey. Jetzt ist Exposition Time, ne? Dass wir erfahren, wo wir sind, was wir sind, wie viel wir sind. Und ja. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream. Ja, ne? Musst auch lachen. Die hätten da richtige Menschen haben müssen, nur der Typ in der Mitte. Ja. When the world was on the very brink of annihilation, he conceived of an ark-like spacefaring ship, financed by the wealthiest countries, families, so blöd aus. Institutions such as the Schlippmeier Foundation. As a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant, albeit brief, alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. Okay, also sind nicht after auf der 200 Erde. Years, we finally arrived. Aber sind sie unter Wasser in einem Raumschiff? Na gut, wir werden es gleich noch sehen. That the promising watery planet contained no habitable landmass. Ach so, nee, doch, sie sind auf einem neuen Planeten. Sie sind angekommen, aber es gab nur Wasser statt Land. Ja. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could. That they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can. Ich glaube die ganze Geschichte irgendwie nicht so sehr. Ja. Die wirkt ein bisschen erdacht und ein bisschen konstruiert. Es ist, es erklärt aber zumindest. Ja. Also ja. We've achieved so much aboard the Fedora. Da kann doch alles fake sein. We've never stopped thinking big. Ich habe es tatsächlich Fedora genannt. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy. So we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted. Seine Klamotten machen mich leider fertig. Der hat diese komische Windel an. That's right. The boy will und diese strammen Oberschenkel. In dieser geilen, dünnen, engen, weiß nicht, was das ist für eine Hose. Weiß Nylon. Du, es heißt Spandex, weil es sich spannen muss. Ja. Weil wir gespannt drauf sind, was drunter ist. Ich bin. Ich würde auch gerne spannen, wenn er die auszieht. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? Before this fancy boy drama. Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Der sich gerade Erwachsenenfilm an, wer jodelt denn da im Hintergrund? Sind wir noch die Telenovela? Yeah, unterm Dirndl wird gejodelt, ey. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to Mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep, we've gotten to know each other well. Okay, I'm gonna get some sleep. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Harold.
Ich bin es eindeutig französisch. Ne? Ich bin da bei dir. Also ich finde den Hintergrund interessant, so als Generationsschiff abgestürzt und alles ist ja schon ganz sinnig erklärt. Aber ich bin da bei dir, dass das nicht alles sein kann. Nee, als Antwort. Ich überhaupt nicht. Könntest du mir sagen, wo der Typ pumpen geht jetzt, wenn er die ganze Zeit auf seinem Sofa sitzt? Der muss doch irgendwo. Wo kriegt er denn das Protein her? Ja, und eben ich frage. Doch, Fische ja, haben das, so viel. Oh shit, ja. Ja? Also Thunfisch hat auf jeden Fall. Ich würde sagen, der macht die Luke auf oder ja, man schwimmt rein, Fischis. Ich meine, die werden auf jeden Fall nur Fische essen, glaube ich auch. Die züchten den Fisch, sehen wir, glaube ich, auch noch. Aber ich fand eher diese Haltung voll schlimm. Kannst du dir vorstellen, den ganzen Tag gemütlich so zu sitzen und dann so auf eine Telenovela zu gucken? Ist doch nicht geil. Der will in Wirklichkeit, die Frau hat ihn rausgeworfen, oder die Kinder? Sorry, ich kann nichts hören, ich bin so sehr bequem gerade. Ja, ich bin zu bequem. Warte mal, in dieser Punkt, ich habe das erste Mal jetzt an die Decke geguckt, ist das da ein abgeschrauchter Rauchmelder? Ja, ja, genau, weil der hat immer gepiept, das hat gestört. Der hat immer gepiept, einfach abgeschraubt? Ja, ja, das ist besser, wenn du die alle, die liegen jetzt alle hinten, hinterm Hof. Sorry. In der Hütte liegen die alle. So. Oh, So schaue ich immer Rocket Beans im Chat, ja. Machst du nicht ich hoffe, ich hoffe es auch. Forward destinations are now offline for the night. Ah, Start, doch, Startbahnhof. Okay, alles gut. Ihr kennt, du musst ja zurück. Kennst du den guten alten Song Lobo to me, Lobo to you? Schlafen jetzt, ne? Ja. Ach nee, im Labor war mein Zimmerle. Grundsätzlich, es ist natürlich, du hast schon gesagt, der Anfang ein bisschen entschleunigter. Ich mag auch die Welt, muss ich sagen. Und ich bin auch schon dann interessiert zu sehen, wo geht es dann alles hin. Mir sind die Dialoge alles ein bisschen zu zahm, alles ein bisschen zu sehr zu weich und so. Es könnte ein bisschen einfach mehr edgy sein oder so. Ich weiß nicht genau, ja, wie ich es beschreiben soll. Es ist sehr monoton. Auch ja. Es ist ein bisschen flach in vielen Sachen. Ja, aber also ich mag es trotzdem, ne? Ich sag nur. Ja, was ich, wenn Leute das jetzt für einen Point-and-Click oder so halten, Rätsel oder sowas hatten wir bisher noch nicht wirklich groß, oder? Nee, oder? Und ich brauche auch nicht unbedingt, also ich sehe das ja nicht immer so als Point-and-Click-Adventure oder so, sondern es ist eher ein Storytelling-Device. Ist ja wirklich in dem Fall auch so. Es ist ein bisschen rumlaufen, mit Leuten reden, viel von A nach B und C, Backtracking, also vielleicht eher mit Shenmue zu vergleichen als mit, ja, mit einem klassischen Adventure. Oh boy. What a day. Du hast eine Sache gemacht. Du hast nichts gemacht. Du hast die Fische gefüttert. Ey, damit fing früher mein Tag an, als ich ein Aquarium hatte. Und der so müde. Wirklich. Er wurde abgeholt, um seine Strafe zu bezahlen. Seine Mutter hat ihn wieder zurückgeholt. Da hat er die Fische gefüttert und das war's. Wirklich. Ich finde, der Tag ist auch einfach 5 Minuten lang. Und er geht in Klamotten, kein Wunder, dass sich alles bewegt. Weißt du, wie deine Füße stinken nach 3 Tagen in den Schuhen? Das Hemd war nie im Leben offiziell braun. Es war mal weiß. Tag 18.000. Oh. Krass, okay, das hatte ich vergessen, wie lang das her ist, ja. Nach dem Abschluss sogar, okay, 200 Jahre plus diese 18.000 Tage, jetzt nochmal. Also 50 Jahre, oder? 3600 für 10? 10, 5, ja. Ich glaube auch 50. Nee, ja, weniger. 3600 für ungefähr für 10 Jahre. Dann haben wir 7200 oder 7300, sagen wir mal, für 20 Jahre. Wenn wir bei 15.000 sind, sind wir in Richtung 40 plus Jahre. Grob, super grob gerechnet. Ich hab's gerade nachgerechnet und ich bestätige das. Der Chat wird gleich sagen, was redest du für ein Quatsch, ey. Schön, wie die Kameraführung funktioniert. Echt originell. It was quite fantastically self-aggrandizing. Yes, it did go on a bit. The boy seems cool, though. Indeed. I'm sure it'll make a great source of distraction. Oh. Now, if you're quite ready. Sure. Ready for what? I made a breakthrough discovery at the Arboretum last night. You remember the last batch of bloomy rocks? Oh, the really small ones from the last intake? The ones with the strange shapes and the little holes and... The blue ones, yes. Turns out their surface composition doesn't just give us clues about our immediate aquatic environs. I think they've picked up some influences from outer space as well. Take a look through the microscope. You'll see what I mean. Just remind me exactly how that thing works again. Harold, are you fooling me? This will be the last time I explain it to you, so for once, pay attention. You need to open the hatch first. Okay, die Befürchtung, ich duck mich jetzt dahin und die piekt mich von hinten mit ihrem
Piekser. Ja, wer weiß, was das könntest, was die wirklich könntest von dir könnte es so eine Snowpiercer-Sache sein, von wegen, wir haben nicht genug Fisch zu essen. Wer wird als Erster gefordert? Gib mir deine Hand. ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass das eine Backstory hat. Glaub, vielleicht heißt der Harold Halibut, weil er wie Halibut schmeckt. Ja, vielleicht war er mal ein Fisch in seinem frühen Leben. Das kann sein. Ein zum Mensch transformierter Fisch oder er wird später das, noch das, ein Fisch. Das ist wie Poor Things, ja? Ihm wurde das Gehirn eines Fisches eingepflanzt. Ja, auch ein guter Film. Ja. Warte mal, was hat sie gesagt? Mutter, was geht? Na, sie will dir eigentlich erklären, was du machen musst. Ja. Das Ding öffnen und du musst jetzt, glaube ich, irgendwas rausholen oder irgendwas wechseln. Ah, ja. Das ist schön. Ja, genau, das sind diese Steinprobenbehälter, von denen sie vorhin gesprochen hat. In the container on the lower right. Ich weiß, wo unten rechts ist. Sie fragt auch noch. Die soll mal aufhören, ihn die ganze Zeit wie so einen Idioten zu benehmen. Er ist zwar selbst schuld, okay, aber trotzdem. Ach, ich möchte Partei für ihn ergreifen. Ein Labermannisch. Du Schabracke, reicht da eigentlich? Einfach mal über die Schulter raus, das Schnauze! Manchmal, wenn du es nicht erwartest, so, dann bist du erstmal für eine Minute ruhig. So richtig Schnauze! Einmal so tun nur, ne? Okay, ja, wir haben es reingetan. The one you're looking at now seems to have picked up radiation from our nearest sun. There's a particular mark for each time there's been a solar flare. I can only see one mark? That's the problem. There isn't enough of a recording on this one. I dated it to roughly 40 BC. So we need an older one. For? Exactly. Older ones, ideally. Although I doubt we'll have much luck catching more of them by chance. Oh, yes. We have to figure out when there's going to be a gap between flares. Flares cause the solar winds. A gap between solar storms is our only window for leaving this place. I need you to look into this, Harold. If anyone on board has an older rock, we need it procured. Yes? But if we're not going to be able to catch one, where am I supposed to start looking? You could start at Tommy's store. You and I both know that guy somehow gets hold of whatever those filter stations spit out and then sells them at an outrageous markup. Good evening, John. Suche den blauen Stein. Nice to see you, Bridget. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely should. Hallo Biggie, ich bin's, Harry. Ja, aber du siehst offensichtlich, kann ich dir helfen, Biggie? Offensichtlich casual Freitag oder so, alle sind in ihren Schlappen unterwegs, keiner so richtig. Hey, you're the keiner gibt sich mehr Mühe. Hemd wird nicht reingesteckt in die Hose. Yes, but no. I'm Harold Halibut. Wir kennen uns. I entered in your section for about a year. Hier sind ungefähr nur 20 Leute. So, you do remember me. Yes, how could I forget that debacle? Actually, I've just met with your professor. Yes. Everything okay? Er steht neben uns. Not entirely, but I probably shouldn't be telling you. Okay, I'll... But I suppose if Moreau trusts you, I'm a bit worried about our ship's energy reserves. I thought I'd talk to your boss about it. She's the smartest person on board, isn't she? Oh Gott, wir sind alle verloren. Wir sind alle verloren. Wir haben keine Reserven mehr. Reserves? Are we in some kind of trouble? Now I've said too much. Ask Moreau. Perhaps she'll tell you more. Dr. Moreau. Did you guys talk about the Bloomy Rocks at all? Moreau said I should maybe check with your husband. As a matter of fact, we did. As for my husband, you'll have to ask him, which is more than I've been able to do the past few days. Knowing that infuriating rock collection, I'm sure he'll find you something. He's a sweetheart, really, you know? Go ask him. Also sie ist verheiratet mit dem Ladenbesitzer, oder der die Sachen verkauft, oder jetzt nicht mit der Freischwinger e.V. da unten? Nee, mit dem, das ist der ist ein anderer, ne? Vielleicht haben sie ja die Bambini gemacht. Ist das eine Mumie? Ist das Cousin Ed? Nee, ich glaube, das sind so, wie heißt das? Overalls. Ah, Overalls, so, dann direkt. Ja, außen, du hast recht. Für Außeneinsätze, ne? Tauchanzüge oder so. Ich hoffe ja auch, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, man kommt auch noch mal raus. What is it? Das wir schaffen geil. Das vielleicht. Ne? Haben, ja. Ich möchte gerne. Ja, also wir wissen es ja, wir sollen zu der Arcade. Ja, genau. Über Biggie fragen. Genau. Bridget told me about some kind of energy shortage and to ask you about it. Any idea what she meant? Yes, she mentioned she may have found a link between something in the water and our solar wind problem. It's speculative, and now isn't the time. That all? Na gut, passt schon. Oh, no, it's okay. I'll be off.
Be good, Harold. Schlag darauf ein. Oh, Entschuldigung. Also, wir müssen zum Laden. Ich denke mal, wir können jetzt endlich mal mit der Bahn fahren. When you see Cyrus, could you give him a message for du hättest das gleich mir sagen können. Unbelabert kommst du hier nicht raus. How are the details coming along? Okay. I will ask him, but Yes, yes, I know. I could ask him myself, but didn't you stop to wonder why I don't want to? I just did stop to wonder. It's complicated, okay? We go back a long way and don't always see eye to eye. Especially on matters of categorization, nomenclature, and subsequent archiving methodology. Not that he ever saw fit to delineate his preferred. Das hat uns auch lange auseinandergehalten, ne? Das stimmt. Bis wir uns da also, einen gemeinsamen Konsens hatten. Es ist einfach so Nomenklatur, es klappt einfach okay. Nicht. Ja, ja, plus quamperfekt. Actually, Harold. No, it's okay. Nothing. Hast du gerade ja, ja, plus quamperfekt gesagt? Ja, Wissenschaftsspiel. Ja, ja, Akkusativobjekt. Ach, herrlich. Zu dem Johnny da unten, also. Ja. Ey, wie oft willst du denn das Klo? Es steht doch sogar WC da. Ja, ich wollte zu dem. Ich dachte, der Typ wäre schon hier. Der ist aber hier, ne? Laber nicht. Der ist nicht mehr da. Oh. Die ist not here. Ich klaue alles. Ja, wir brauchen einen ersten Gedanke, ne? Nö. Vielleicht könnte auch alles anfangen. Oh. Ich reibe mich hier kurz. Ich reibe mich da kurz. Dann riecht alles nach halb. Alles anzwurfeln. Ja, ne? Und dann müssen die alle, müssen deine, deine Partikel essen. Ja, ja. Man nennt mich auch den Swaffelcopter. Oh. Eine Runde für jeden. Na, ich muss, warte mal, dann wenn du. Nee. Ja, ich wäre jetzt sonst gegangen, wo der Aufzug nochmal ist, aber ich könnte ja auch hier nochmal gucken, bevor ich nochmal zurück. Naja, ich glaube schon, dass der Aufzug richtig ist, ja. Aber so oder so kann man sich. Ah ja, daran erinnere ich mich. Da war ja das, was du schon gemacht hast, ne? Ja, genau, genau. Also der Aufzug ist hier nicht, aber vielleicht gibt es hier nochmal einen Prompt. Nee, nee, das hast du alles schon gemacht. Die Großmutter meinte ja gerade, ich habe die jetzt in den Großmutterstand erhoben, dass ich hier runtergehen soll und mit dem Johnny in dem Atrium da spreche oder was auch immer da war, aber der war ja jetzt nicht da. Nein, das Atrium ist, oder die, das sind die. Ja, oder dann die Steinsammlung. Die, genau, aber ich will es nur erklären, du warst ja noch nicht da, es gibt so eine Arcade, das was wir vorhin im Intro gesehen haben. Okay. Und da musst du hin und da sind dann ganz viele neue Geschichten. Steht da Boy? Wo 4? Ich sehe gar nichts. Am Teppich. Bo. Ja, hier ist es. Boy. Boy. Ja, ne? Oder es ist bisschen, eine Person bisschen. Mit zwei dreieckigen Augen und groß rund und. Destination selected. Weißt du, der Schleim muss eigentlich gar nicht sein für diese Transportmethode. Das frage ich mich auch. Werde ich jetzt in Partikel verwandelt oder werde ich einfach eingeölt? Nee, du bist einfach nur eingeölt. Ich werde eingeölt, damit ich besser flutsche durch die. Auf jeden Fall, deswegen darfst du währenddessen auch nicht rauchen. Oh, Alter, wenn es so einen Röhrenstau gäbe da, ne? Wenn dein Flutschi nicht gut ist. Ja, weil sie auf das billigere Flutsch umgestiegen sind. Ne? Es sollte Flutschi sein und nicht Flutsch. Major, I'm just passing through. I really don't know what this is about. Hi, Felix. Nur am Ärger machen, dieser Dude. Polizeigewalt. Hey, I'm not diminutive. I've just got longer to live than you. And Harold, tell him about our plan. Harold! I thought I told you to stay out of trouble. I should have known you'd be wrapped up in this. I'm not in trouble. There is no plan. Are you questioning my authority and or organizational merit? Fuck off! What? No, Major. If I find out you're a bad influence on young Felix here. Not me, Major. Whatever Felix did, I'm sure it was meant innocently. And how would you know about that? Unless you're in league with him. Der hat einfach zu viel Zeit. Die haben alle Langeweile. I mean, if you just relax. Relax? Harold, you're really starting to tweak my beak. But what did Felix do anyway? Utterly unconcerned for his own safety, no respect for authority, wanton disregard. Anyway, Major, under whose jurisdiction is Harold in trouble? Mine! I'm the law here. I am the law! Will you be a witness to this? Absolutely. And can you testify to Harold's involvement?
only if he's willing to testify to mine. Harold, tell the truth now. It'll be easier in the long run. I haven't witnessed anything to testify. Damn it! Then the case is in danger of falling apart. I'm sure Felix's parents will deal with this. Good point. They should really be present while you question me, Major. I'm only a minor. Don't you throw the book at me, son. Where are they anyway? I don't know. And good luck finding them. Oh no, Felix. Have you lost them? Harold, leave this to the professionals. Felix, do you mean to tell me you've neglected to file a missing person or persons report? Shouldn't we look for them? Don't change the subject. But, Major, what is the subject? That's right, Harold. Know your rights. If, and I mean if, you're acting as some kind of heroic big brother figure to this young man, I expect you to be a positive influence. There's no... Come on, spit it out, man! Just leave me alone, Sandstrom. I've got fish to feed. Okay, Harold, but your fish won't save you if I catch you red-handed. Now, Felix! Where is Felix? Oh, no. Felix? Harold, you've lost him! Hey, das, was du vorhin gesagt hast, also dass er so lappig da agiert, aber auch die Leute, die um drum herum sind. Ich vermisse jetzt leicht Harvester, ich möchte meine Gun rausholen. Da ja, einfach. Da einmal. Es oder ist die Hake? Falling Down 2. Oder den Baseball. Alles. Ne? Also ganz im Ernst, es ist so. Sie können es halt mit dir machen, ne? Weißt du, man merkt an der Stelle, dass es ein Spiel aus Deutschland ist, weil das war das Deutscheste, was ich gerade je gesehen habe hier. Ja, er ist auf jeden Fall der klassische Blockwart. Holy shit. So von wegen Passierschein 38, my ja. Ass. Im Grunde ist das Spiel ein Twitter aus der Ordnungsamt-App und der Deutschen Bahn. Tja, das ist auch hier. Ich möchte mein Deutschland-Ticket verlängern, ne? Der ist auch so schlimm. Hello, Mr. Secretary. Guck mal, ist ein kleines U-Boot. I'm afraid not. You must be thinking of my brother, Secretary 8. Or Secretary 24, of course. Oh, sorry. I always get that mixed up. Das ist die gleiche Person. There are just three of you, right? Well, now, three of us work for Oldwater, yes. Oh, so there's another who doesn't? Yes, Secretary 8 is the man to ask about that. He remembers it all much better than I do. Remembers? Okay, sounds serious. Anyway, I'm neglecting my post. Welcome to the Agora Arcades. Would you like to partake in the monthly all-water raffle bonanza? Oh, sure. Wait, is it free to enter? Certainly. The raffle is a generous gesture of frivolity from all-water to you, the citizens of Fedora. Okay, dann egal, ich will einfach Preise haben, gib her. Okay, I'm ready. Drei. Just spin her up. Ich meine acht. Drumroll, please. And looks like you were unlucky this time. Du hast nicht mal einen rausgeholt. Ja, darf nur so kurz rein. Genau, kurz gedreht. Das sieht nicht gut aus. Das gefällt mir nicht. Du tu doch wenigstens so, als ob du was aufmachst. Ja, ist wahrscheinlich mandatory, dass der das irgendwie, dass der eine Chance kriegst, aber eigentlich hast du keine Chance. Mir ist fertig. Du brauchst nur die Illusion eines besseren Lebens. Yay! Oh, ich wollte nochmal durchlaufen. Boah, das ist ja hier Einkaufsstraße Deluxe, ne? Da ist alles. Einladen für Essen, einladen für Klamotten, einladen. John Slippy Jr. Glaub noch für Musik. Was hat er mir da geschickt? John Slippy? Genau, Angebote. Oh, ich krieg Spam-Mails. Mal bei Schlippis vorbei mit seinem Schlippi. Braucht man, wenn man wirklich der Einzige ist, der diesen Service anbietet, braucht man dann wirklich noch Werbung? Nee. Wenn du wahrscheinlich jeden per Namen eigentlich kennst in deiner Umgebung, brauchst du auch keine Spam schicken. Das ist dann will derjenige einfach nicht zu dir kommen. Ja, hier Schluckis, ne, mit dem Glas. Ja, hier haben wir Schluckis, da ist Schlippis. Was noch? Ja, Darscheinbeats. Ja, irgendwas mit so. Ich müsste mit beiden Armen hier so dran gefesselt werden, ne? Und dann gedreht und für die Messer. Bei Circus Attractions. Oh, der Militär, General Store. Hier kann ich so Armee? Here's the blue rock, the bane of my day. Ach, es ist ein Stein, okay. Ich dachte, das ist jemand, der schläft und den Kopf so auf der Theke. Ach so, hat. Das sagtest du? Ja. Nein, das ist der blaue Stein, den du so kriegen musst. Der gute alte Stein, ey. Aber es ist geschlossen. Guck mal, oh nein. Rechts ist übrigens auch eine Arcade-Halle. Da sehe ich Intercourse, Intercom Oasis. Hier ist nichts.
Alter, die ist auf. Was gibt's denn hier? Was können wir zocken? Doppeldecker! Nein, es ist drei Doppeldecker. Drei 3D-Decker. Nein, die Steuerung ist nicht invertiert. Keine Chance. Ekelhaft. Also ich würde sagen, jetzt schon besser als Star Fox und Sonic. Ja, oh, Alter, Wahnsinn. Die Steuerung ist nicht invertiert. Das ist ekelhaft. Oh, Gregor, wie machst du das nur? Unglaublich. Wo ist mein Schussbutton? Ist... Ja. Oh, mein Gott, die Luft will dich heiraten, Gregor. Immer und immer. Und du sagst ja. Mhm. Sehr ja. Oh, das ist dein, ich, das ist dein jetzt, Schicksal, Gregor. Nehme ich jetzt auch, wenn ich schwinge. Werde zum Vogel. Denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Und goodbye. Denk so drüben an der Lampe steht doch schon die nächste ja, kann man heute Heilbutt für mich Heilbutt. Oh, die Zelda-Rubine. Das ist ja so furchtbar generisch gerade, aber irgendwie finde ich es auch faszinierend, dass du hast es weiter geschafft als ich. In sämtlichen Testspielen, die ich gemacht habe. Und ich habe es mehrfach versucht. Du hast mehrfach versucht? Ja, ich bin immer sofort gestorben. Ich weiß gar nicht, wie du das schaffst. Mach einfach. Oh. Nicht zurecht, ey. Also ihr kriegt quasi schon mal zwei Spiele in einem. Kann man so sagen, ne? Ja, mindestens für euer Geld. Was haben wir? Rote Rubine! Ey, ich glaube sogar, mach mal weiter. Weil ich glaube, deswegen habe ich nämlich, kam ich nicht weiter bei einer Sache. Du kannst so eine Art Highscore gebrauchen, weil du dann irgendwas kriegst, glaube ich. Also du musst es, glaube ich, sogar irgendwann mal sehr gut spielen. Erklärst du mir die Pornomucke im Hintergrund? Du hast Bock, durch den Ring zu stoßen mit deinem stark dampfangetriebenen Phallusflieger. Das ist ja total fahrlässig von dir. Fahrlässig. Immer rein durch die Kimme hier. Ja! Gib mir... all dein Dampf. Shit, da muss man sich schon anstrengend dran vorbeizufliegen. Es ist so langweilig, da passiert ja gar nichts. Die haben aber auch nicht einfach irgendwann jetzt gesagt, okay, jetzt reicht's auch, es ist ja nur ein Spiel. Es gibt ein Ziel. Die Ambition ist wirklich, komplett neues Spiel zu machen. Und die haben 8 Jahre an dem Game gesessen, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Ich stell mir vor, du hast dafür, weiß ich nicht, 1 Euro reingeworfen. Und dann ist das Spiel. Ich höre dich nicht vor lauter Spaß, wenn ich krass habe. Das Rauschen des Adrenalins in deinen Ohren. Oh, Gregor, du musst jetzt auch nicht beweisen, dass du der allergeilste Ringdurchflieger der Welt bist. Du kannst doch einfach aufhören. Geht nicht. Eine 69, haha, lol. Nee, schon hast du es kaputt gemacht. Jetzt musst du bis 420 ringen. Sind das die einzigen Zahlen, die akzeptabel sind? Also, was ist denn zwischen, ne, gibt's nicht mehr, zwischen 69 und 420? Oh, jetzt habe ich einen verpasst. Jetzt muss was gibt es vorne? 13. Oh. Es gibt 13, 19, was geht ja nicht, 42, 66, 69. Ja. Und dann kommt 420. Und dann eigentlich schon, ne? 420. Was gibt's hier? Rapid Fleet und Forze. Das ist genau das Gleiche. Oh, original dasselbe. Holy shit, warum? Das hab ich auch getan. Aber das ist jetzt wirklich F-Zero, ne? Ja. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Es gab Spiele, die waren so viel schlechter als das. In der Anfangszeit von diesem, ich flieg mal in 3D rum mit Toren. Ja. Oder? Ja, ja. Und es ist eigentlich krass. Leute haben Geld für Vortex ausgegeben auf dem Super Nintendo. Ja, Vortex. Ich meine, also, Star Fox war ja so die Krönung dieses Genres. Star Fox war geil. Das war, genau, das war das Beste. Alter, der Bohnenmann. Er hat Bohnen in der Speaker als Haar. Er hat so einen Bohnen in so einer Klassik-Folientüte. Eine bohnenlose Frechheit. Oh. Kids. Irgendwie auch. Macht mir auf jeden Fall 20 cm größer, ist vielleicht gar nicht so schlecht. 20 cm, nie im Leben, kleiner Peter. Das sind andere Songs aus den 90ern. Von Bravo Hits. Mit Setup. Jetzt neu in der Bravo Hits 7. Eine Insel mit zwei Bergen und einem tiefen Meer. Fuck. Ja, es gab eine Techno-Version davon, Leute. Es gab wirklich zu viel. Es gab die Phase, wo es von allem eine Techno-Version gab. Es war die Bravo Hits 17. War auf der CD drauf, wo auch Hey yo, Captain Jack! Hey yo, Jack! Ich habe nie die Texte verstanden. Ich habe selbst von den Refrains meistens nur die Hälfte immer verstanden. Das ist okay. Hey, oh, Harald Glückler. Not too sure. Ah, tatsächlich. I'm super, actually. I found a book. Also macht er so Selbsthilfebücher, sei auch glücklich. Glücklich? Ja, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt.
Hast du mal mit ihm gesprochen? Weil du könntest ihm so ein Ding wahrscheinlich ghostwriten. Wahrscheinlich, ne? Ich könnte. Wortwitze sind 60% des Erfolgs, ne? Wie du weißt. Und die Kanten hat er ja dann, um die Dinger zu verkaufen. Der hat das markante Gesicht dafür. Echt? Ich weiß nicht, ob er das noch hat. Oder ob man das noch Gesicht nennen kann. Weil mit dem Alter ist es noch markanter geworden, weil er die Furchen schon vorher hat reinschnitzen lassen. Ist viel gekümmert um den Look. Also die wenigsten Leute nehmen, also denken daran, wie das später aussieht, wenn man alt wird, echt. Wenn der Shit erstmal runterhängt, den du dir da irgendwie so und so hingefriemelt hast. Hey, Buddy. Hey, Harold. Great to see you. How about that? Statt Bibi Blocksberg, Bibi Botox. Yeah, it was. Die 70-jährige alte Ex-Hexe. Ich hatte letztens irgendwie eine Serie. Ex-Hex? Eine Idee für eine Serie über auch Boden, Fitnessboden in der WG, Anabonica. Also können sie so heißen. Die hängen halt so rum und die ganze Zeit nehmen sie halt und shit, sind aggro, fahren Autos, sind sauwütend. Road Rage. Road Rage und Road Rage. Anabonica, aber dann sind sie Road Rage, aber in Ridge Racer oder so, ne? Das endet auf jeden Fall mit Prügel, Verprügelung. Aber wen erwischen dann denn die Anabonicas, ne? Maximal den Amazon-Lieferanten oder sie gehen noch nicht raus? I hope it's back soon. Good thing you have the arcades to jog around. Yep. And Chris can't get to the school for the same reason. So at least we'll have plenty of time to work out together. That young man is almost as fit as me. Why do I feel like I'm the odd one out? Läuft ja noch einer. Oh, hey Chris. Last to arrive, first to finish. That's my motto. Harold, won't you stay? The jog team won't be the same without you. Yeah, venga, Harold. You can't leave now, I just got here. Jog team, jog team, jog team. The Venga Bus is coming. Okay, lass mal laufen. Die werden auf jeden Fall so eine gute so eine Boyband, ne? So, yeah. Also drei sehr unterschiedliche Charaktere hast du für jede Altersgruppe auch ein bisschen was. Alter. Und jetzt ist das sein angestrengtes Laufen gegen die Lampe gelaufen. Jetzt gibt er sich gerade richtig Mühe, ja. Ah, ich komme, die müssen ja schon die nächste Runde drehen, oder? I thought I was. Was ist hier rum? Erinnere mich an unser Shenmue 3 Let's Play, wo der eine Typ einfach im Kreis gelaufen ist für 2 Jahre. NPC-Laufwege waren da nicht gut ausgearbeitet bei dem Spiel. Good show, Harold. How's everyone feeling? Ich bin tot. I think there was a new personal best for me. Fine. Fine, thanks, buddy. How do you both keep so fit? Oh, you know me, Harold. I've been running around this station for years. Liefer die Briefe mal aus. Ja, ne? Stattdessen macht ihr Privathobby-Gespräche. Healthy body, healthy mind. That's what keeps me going. Bei 20 Leuten auf dieser Station. Wozu brauchst du Briefe? Ich kann es gerade einmal. Eigentlich sollte man sich einmal täglich irgendwo treffen und dann kann sich jeder den Shit abholen. Eben. Nimm mich jetzt auch, wenn ich Briefe. Nimm jetzt auch, wenn ich Briefe. So keep going while you can. Es ist schon wirklich, muss ich ja auch sagen, ein ruhiges Spiel. Es ist wirklich eher sowas für den so Samstagmittag, stehst du auf, es machst ist, den Kaffee, setz dich mal so hin. Es ist so ein interaktives Lass die Welt auf dich wirken. Es ist halt, wir sind, also für mich ist so, ich kenne natürlich den Kram schon, aber es passiert ja auch vom Rätselfaktor her gar nichts und es ist wirklich sehr selbstablaufend. Das sollte man schon wissen. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, ich mag die Welt und ich mag auch, wie sich das so langsam entwickelt, aber es ist halt doch ein bisschen dröge so in seiner Langatmigkeit. Ne? Weißt du, ich habe kein Problem damit, da keine Rätsel groß zu haben. Wenn, was für mich noch nicht so ganz funktioniert, ich mag die Welt an sich grundsätzlich, die Charaktere sind ein bisschen weird, aber nicht auf die gute weirde Art, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Sie sind nicht edgy genug, also edgy auch nicht in Form jetzt von irgendwie, wie sie sich halten, aber so ein bisschen langweilig alles. Und auch die, zum Beispiel der Typ, der den kleinen Jungen dann so ausgeschimpft hat und achte auf die Regeln oder sowas. Ja, das ist Ich hab nur Wut gespürt statt Interesse. Ja, no? Coming soon. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil auch ich mag es halt nicht, wenn Charaktere auch so platt böse sind in dem Fall. Er ist halt aber nur, okay, mir egal, was hier richtig ist, ich will mich jetzt aufregen und ich finde dich jetzt einfach blöd und egal, was du machst, ich werde immer irgendwie einen Weg finden, dich blöd zu finden. Ja. Das ist so die Art von Interaktion, die so ein bisschen wenn die so lang geht, ist es irgendwie okay, ich hab's verstanden, du willst irgendwie immer mir nur auf den Sack gehen,
Aber du weißt natürlich da, schon jetzt, dass der später auch noch relevant wird. Klar, und irgendwann musst du ihn überzeugen und er wird dir garantiert immer irgendwie Probleme machen, wenn du gerade irgendwas versuchst, ne, um die alle zu retten. Es ist irgendwie schon klar, wie es laufen wird, was manche Charaktere angeht, das meine ich. Ich habe dir schon gesagt, du wirst als Erster sterben. Da können wir reden, wer als Erster sterben will. Ja, alle. To tell, man. You know, a few of the ship's fish escaped during the crash. So we don't know if they thrive in the ocean or even intermingle with native species. But we can guarantee that fresh Super Grouper taste you know and love. Ist das Super Barsch oder ein Superber Arsch? Superber Arsch. Sehr französisch. Ich habe auch einen Superber Arsch. Arsch heißt Kurve, oder? Ne? Der Arsch der Triumph? Ja, ja, genau, ist ja auch der Triumphsarsch. Jetzt haben wir so zwei riesige Backen aus Marmor. Ach. Arsch der Triumph. Jetzt ist der Laden endlich auf. Ach nee, der andere wollte das aufgeben. Wir waren bei Supplies, waren wir noch nicht, ne? Bei Schlippies. Nee, die machen so Sportkram. Warum auch immer. All the time with my patented Constacool fabric. Aus wie ein Pilz, der Typ da rechts. So, das ist Mario. So stelle ich mir Mario im echten Leben vor, ne? Vielleicht noch die Haarfarbe wäre noch, aber dann ist das Mario, meiner Ansicht nach. Der mir auch noch so billiges Polyester verchecken möchte. Oh, never mind. Hello. Nee, aus dem Grund verkauft der Skiausrüstung. Ja. I've made a new ad and I need your opinion. I mean, I think it's great, but maybe it's too high concept. Oh, well, I'm not really qualified to... Nonsense, just watch. Schau's dir an. I was trying to read a book in the comfort of my own home, but my own home wasn't comfortable. It was too hot to concentrate. Will I ever be able to read to my children? Or enjoy the adventures of the Fedora 4 from my armchair again. Why, yes, of course you will. With my patented, tried and tested aircon system, you'll always be able to keep your brain, books, and body sweat-free and as cool as Jimson Jameson himself. Jimson Jameson, also will den Leuten einreden, dass es kalt ist, damit er seine, dass es warm ist, damit er seine Kälteanlagen verkaufen kann. Sometimes I just can't get. Aber manchmal ist es auch einfach zu kalt. Supposed to look after his family with cold arms. My family are depending on me. What am I going to do? Heizung. Clad yourself in one of our insulating coats. Natürlich. Also es ist der alte Futurama Gag, ne, wo die im Auto sitzen und machen wir die Klimaanlage an und die Heizung, ja, jetzt ist es zu warm, mach die Klimaanlage lauter. Ja, ich means heritage. Ja. I'm the latest in a long tradition of winter sports enthusiasts. Schlippmeyers throughout history have kept Schlippmeyer am loyalty to the common man, warm and cozy in their pursuits of the great outdoors. Slippies means social responsibility. The Schlippmeyers were one of the most generous sponsors of the Fedora One project, giving back to the people, sharing their knowledge of insulation technologies and considerable wealth to keep humanity warm and cozy among the stars. Remember, you deserve to live and work at whatever temperature is right for you. With over 200 years of expertise, you can bet the weather forecast shows Slippies across the board. Come in out of the cold and into Slippies. Slippies, heat protection so good, it'll be a cold day in hell. Mit dem Namen, finde ich, kann er alles verkaufen. Ja. Also Slippies ist irgendwie... Also es ist ein guter Name. Es war glitschig wie ein Aal. Slippies klingt auch ein bisschen so, dass wenn du dir nicht die guten Drogen im Club leisten kannst. Dann nimmst aber du Slippies. Für ein paar Slippies reicht es gerade noch. Ja, ja. Also entweder kriegen wir ein E oder 15 Slippies. 15 Slippies, ja. Nein, ein E oder 500 Slippies. 500 Slippies. Was ist denn der Kurs gerade, ja. Du musst auch aber das sind polnische Slippies. Ja, genau. Du musst aber auch mindestens 450 dann dir reinpfeifen, damit du überhaupt irgendwas spürst. Und den ganzen Tag essen. Diese ist ja so ein beliebtes Ding auch so
so diese lustigen Universe-Werbung zu machen. Ich muss ja auch sagen, sehr ähnlich wie beim Rest des Games hier, sowas haben wir in der Ausführung ja auch schon in der letzten Zeit um einiges kreativer gesehen, wenn ich an Alan Wake 2 denke. Ja. Die waren fantastisch zum Beispiel, die in Werbespots. Das ist so ein bisschen, also ich, wie gesagt, ich, wenn ich kritisiere, ist es schon auf einem Niveau, wo ich sage, ich mag das Spiel, aber mir ist bewusst, dass es nicht jedem gefällt. Aber ich finde auch, es könnte einfach in allem so ein bisschen mehr aus sich rausgehen noch. Also es ist so, ja, der Werbespot war interessant, mal irgendwie was anderes zu sehen mit Schnitten und so. Und auch die Musik, aber irgendwie so richtig ein Gag war da jetzt auch nicht drin. Also so, das ist dafür war es zu lang und zu banal. Das ist die Phase beim Schreiben vorher der Gags, bevor sie das 8 Jahre lang animieren müssen. Dann. Ja, das muss am Anfang schon mal stimmen. Das ist, du musst es auf jeden Fall am Anfang reduzieren, damit es nicht am Ende so, so ewig lang wird. Aber sie haben ja ganz gut ein bisschen Exposition hier gerade so reingepackt. Ja, ja, genau. Das, die Figur wird sicher auch noch relevant, weil da, wie gesagt, irgendwas ist eine große Verschwörung, da bin ich mir sicher. Und er als jemand, der da irgendwie vielleicht dessen Familie da Geld reingegeben hat. Mein Tipp wäre, ja genau, also was die Isolation oder Insulation des Schiffs angeht. Irgendwann wird der nochmal relevant für ein Rätsel, das meine ich. Man weiß schon, du musst irgendwann... Das Rätsel wird sein, dass du da so einen Leck hast. Ich lass ihn auch mal stehen kurz. Ne? Da wird so ein Leck sein und wir können ihn aber nur mit ein bisschen Schlippi-Typ dann stopfen. Also er selbst ist der Stopfen. Schlippi! Ja, ja, das hat genau die Form von meinem Körper. Er ist eine perfekte Isolation, das ist klar, weil er ist ja quasi, er ist born for it. Von außen kommen die Fische und narben ihm die Hose weg, dass nur seine breiten Backen nach außen glänzen. Ja, aber dann fällt ihm auf, er mag's. Dann fällt ihm, eigentlich finde ich das besser als vorher. Er ist dann quasi auf der einen Seite, wo ist er drin, auf der anderen Seite wird er von außen von Fischen. Mir ist gleichzeitig kalt und warm. Und da kommt dann alles wieder zusammen, ne? Ja. Hast du dann den Werbespot. Schaust dir an, ich kann einmal nach vorne und einmal nach hinten und ich kann nach unten und hoch. Ja. Oh, warte mal, kann ich auch in Telemark stehen? Was ist ein Telemark? Yay! Oh, Harold, you were really blown away. Das ist, wenn du beim Skispringen landest, dass du dann parallel mit den Füßen vorne und hinten, dass du hier deine Haltung da hast. Das ist der Telemark. Das ist die coole Landung. Also diese, die sie alle versuchen. Ja, ja, genau. Mit einem und mit dem anderen dann so schräg. Das, weil es ist viel cooler, wenn du dann den hier machst, anstatt so. For every customer you get. Got a dash. Okay, weil wenn ich vor 200 Jahren, je nachdem in welche, wobei man könnte es wahrscheinlich berechnen, dann wann genau zu welcher Jahreszahl das spielt, ob die noch das alte Skispringen dann genommen haben als Vorlage, weil lange Jahre war der V-Stil ja erfolgreich, aber du hast für den V-Stil dann Abzug bekommen in der Note, dass die alle noch parallel geflogen sind, aber der V-Stil ist wesentlich weiter geflogen. Irgendwann haben sie den Haltungsabzug dann rausgenommen, dass alle heutzutage... Interessant. Aber diesen V-Sprungstil, ich weiß genau, was du meinst, und ich habe das mich immer gewundert irgendwie. Oh, warte mal. Jens Weißlog ist noch mit dem Parallelstil zum Beispiel gesprungen und hatte die Vier-Schanzen-Turnier gewonnen. Aber nachher gab es einen Abzug. Ist ein nach außen gerichteter. Der fängt doch viel mehr Wind, oder? Ja, nicht? Aber du musst, der Wind, der natürlich von unten aufkommt, das heißt, mit dem V-Stil. Es gibt quasi noch so ein bisschen Auftrieb, oder? Genau. Du kannst quasi, das ist ja das Gleiche als. Wie im Flugzeug, mit dem Flügel. Ne? Genau. Wenn du dir ausbeißt, wenn die Flügel alle so nach vorne gerichtet werden beim Flugzeug. Also, wenn Goofy, ne, du weißt ja, der läuft ja so. Also, bei Goofy wäre quasi wie ein Flugzeug eigentlich. Ja, ein Goofy. Nach da, Goofy Air. Er hebt einfach ab. Ja, also es tut mir leid, ein paar Leute im Chat sind nicht zufrieden mit der Spielwahl. Ich habe es ja nicht entwickelt. Ich finde es nur okay und empfehlenswert. Ja, wir schauen uns jetzt das heute einmal. Genau. Ich find's auf jeden Fall heute interessant. Heute kommt ja auch noch Home, ne? Also wenn ihr jetzt da seid, das ist jetzt halt unser was, Thema. Was macht ihr denn bei Home? Das weiß ich nicht, weil ich bin ja du bist nur mit der Horst. Dir hier. Nein, ich bin mit dir hier und bin nicht bei der Besprechung, wo genau diese Themen... besprochen. Das sind die besten Sendungen von Home. Ganz kurz, haben wir denn alles gemacht, was wir machen? Diesen Tommy finde ich nicht, weil der Stein ist da drin und der ist nicht da. Genau. Im Laden. Aber warst du in allen Läden? Oh, es kann sein, dass ich vielleicht einen verpasst habe. Lass mal gerade gucken, ich bin mir nicht auch nicht sicher. Aber du hast aber recht, lieber mal sicherheitshalber gucken, bevor er sagt, ich kann wieder nicht zurückfahren. Bei Gertrude war ich gar nicht drin. Ja, lass auf jeden Fall alles einmal abklappen. Oh, ich kann tatsächlich rein. Und guck mal, das ist hier der Isaac-Roboter, wie von Futurama. Oh. Isaac. Hey, Tommy. Da ist er ja. Suppose you'll be back in the shop soon? Oh,
Or die Frisur kriege ich auch. I can come back later. Oh no, what do you need? It's just that the professor and I need some sea rocks. I mean, filter rocks from older times that have come from the filters. And I feel like you might have one. Shh, quiet! Don't be mentioning filter Frankie. You know that every piece of my inventory is legally obtained or legally found, right? Right, sure. That's why I'm here, to legally acquire an item of yours that you may have. Okay, look and listen here, Longy Longpants. I shut the store for a reason, you know? Oh, man, I'm sorry. I didn't mean to call you Longy Longpants just then. You sure you don't das want to viel. Come back another time? Wirklich, ey. It's fine. I'm just feeling sorry for myself. I've got this gut feeling that my beautiful angel wife don't care about me no more. Oh. No, warum denke ich, dass sie alles andere als engelhaft ist, wenn du das so sagst? Tommy, you gotta stop oversharing. Look, kid, either way, I'm not gonna be of any help to you today. Ah, if you're sure. Yeah, you just caught me on a blue note, that's all. She's been spending so much time with that beautiful chunk of marble. You know, the guy in the silk robe and the flowing locks? Aha, Wiegald Boning. Ich glaube, sie mein Thomas Gottschalk. Ja. Das macht Thomas Gottschalk jetzt, ne? Ist aber auch interessant, dass die Beschreibung wirklich auf mehrere Leute zutreffen würde. Das sollte man nicht meinen. Also aber das ist natürlich jetzt klar, was Sache ist. Ja, ich soll zu Biggie und dann... Eduard Laser. Nee, wer ist der hier? Doch, Eduard Laser. Ja, so Schnacks hält potenziell mit seiner Frau, wir wissen es nicht. Sujuk Man. Ne? Jetzt sind sie auch beide nur Bio-Wissenschaftler. Das kann, ja, ja. Ich muss mal dein Sujuk analysieren, ja. Ja, du glaubst, er ist Wurstwissenschaftler. Ja, aber guck mal, bevor so eine Wurst kommt, gemacht wird, muss sie doch auch, muss ja kreiert werden, da muss ja Zusammenhänge, Zusammensetzung muss ja erdacht werden. Also eigentlich der die Wurst am Ende dann sich ausdenkt, der den Leberwurst erfunden hat, ist doch auch ein Wissenschaftler. Irgendjemand muss einfach mal Sachen reingepackt haben, wenn den Damen gesagt haben, ich pack's mal rein. Ich pack's einfach mal rein. Ja. Mal gucken, so ein halbes Auge vom Tresen gewischt. Ist und doch okay. Dann, und dann die Autoschlüssel vom Metzger. Was soll's denn? Ich habe rausgefunden, ein Viertelauge reicht. Ja? Oder hier diese komischen, flauschigen Dinge, die immer Miau machen, wenn man sie drückt. Rein damit in den Mixer. Autoreifen? Ja, und Autoreifen auch noch dazu. Where's home? Gleich gibt's home. Fuck, das haben wir extra reinprogrammiert. Ja, danke, Leute. RBTV-Graffiti, ne? Der, yeah, selbst die Spielfigur versteht nicht, was das ist. Sogar, dass das RBTV-Rot ist, es auch. I wonder if this is the Lightkeepers again. Or just someone copying their style. Will they ever reveal themselves? Ist eigentlich ganz cool gewesen, gerade so ein bisschen. Es gibt offensichtlich so eine Revoluzzer-Trollgruppe, die halt nachts agiert, während nur wenige Leute unterwegs sind. Und es deutet ja alles so darauf hin, dass nicht alles super ist. Ne? Man versteht es ja auch, weil die ja wirklich so und fest angebunden sind. Ich darf es jetzt. Das ist Gameplay. Darfst mal was spielen, ne? Schau es dir an. Mach's mal gut. Njam, 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 njam. Das machst du ganz gut, Gregor, als wärst du in deinem früheren dem Hausmeister gewesen. Einmal links und einmal rechts und. Es ist, man weiß nicht, ne? Die Hand führt den Mann eher. Ja, ja. Wie so eine Wünschelrute, ne? Wundervoll, machst du das. Es da fühlt sich aber auch gut an. Es fühlt sich tatsächlich gut an. Ich ist meine, so. Ich würde so ein Spiel würde ich noch mal länger spielen. Aber der hat aber ein paar Stellen verpasst. Ja, ja, ja. Ein paar Stellen verpasst hier, mein Harry. Es gibt doch jetzt auch diesen, also du kennst ja diesen Powerwash. Ja. Gibt es ja auch DLCs aus bestimmten Fantasy Ja, es gab Tomb Raider, meine ich, oder? Tomb Raider weiß ich nicht, aber gab es nicht auch Star Wars oder irgendwas in der Art? Es gab so ein Setting. Oh, den DeLorean kannst du doch abwaschen. Den DeLorean war es, genau. Ach nee, das ist. Aber stell dir vor, wäre auch gar nicht im X-Wing oder so. Einfach, das ist eine gute Idee. Biggie ist nicht mehr da. Was mit dir? War ja hier so, vorhin. Did you get the rock? Well, I did go and see Tommy, but he and Bridget have some marital issues. Dann kümmere dich wie ein Mann darum und geh zu Brigitte alleine. Perfect bliss, but we need the rock, Harold. How are things going with Bridget? I really hope you're not asking in relation to the marital problems. No, I'm just trying to find the rock. I think she's gone back to the harvest office now. Erntebüro. Ich habe Ententurbo gelesen. Ja.
Ja, aber das ist wiederum ganz gut, an sowas zu forschen, an einem Ententurbo. Ja, ich meine, auf einer Unterwasserwelt. Ist das ein Turbo für Enten oder ein Turbo aus Enten? Aus Enten. Ich würde sagen, wenn du 10 Enten an so ein Holz, an den so Holzbrett so, nagelst. Du hast so ein Holzbrett und dann hast du aber strategisch Enten dran genagelt, dass du dann ein Turbo draus machen kannst. Ja. Und 10 Bretter mit jeweils 10 Enten hast du dann halt quasi 100 Enten. In einem Film wär's dann so, dann Schnitt, nachdem das der Ententurbo gebaut wurde, auf die Bösewichte des Films oder so. Und die hören so Schnatter, 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 aber erstmal ganz leise und es wird immer lauter. You got turboed. Ententurbo. You got just ducked. Nee, you're ducked. You're ducked. Your pay is ducked. Ach, Gregor, warum? Ne? Es gibt diese furchtbare Zeichentrickserie, die ich gerade gucke. Ach, deutsche Zeichentrickserie, quasi das deutsche Simpsons. Friedheim, Friedeberg. Warum macht das? Oh nein, der Bergheim. Nee, es ist also so eine. Wir sind wirklich wie Simpsons. Ist nur leider echt nicht so geil. Ich gucke das gerade für Bada Binge und habe 6 Folgen, 7 Folgen jetzt gesehen heute. Und ich bin froh, wenn ich durch bin. Und sowas produzieren die. Aber unseren Shit, den wir hier kostenlos raushauen, den klaut noch nicht mal einer. Den wollen die noch nicht mal kostenlos haben. Aber für sowas kriegen sie Förderung. Finde ich nicht fair. Friedeberg. Such das mal online. Sag mir Friedeberg. Mal bitte im Chat, wie das heißt. Ihr werdet das finden. Ich guck das. Ich habe 7 Folgen gesehen gerade eben. Ist gar nicht. Ist von der ARD. Ja, ich müsste mal reinschauen. Also ich wüsste nicht, dass sowas auf diesem Niveau produziert wurde. Einfach des Interesses. Es ist wirklich gut produziert. Wir haben ja auch schon über sowas häufig geredet. Ne? So Zeichentrickserien, animierte Serien sind sehr aufwendig, sehr teuer, sehr schwer gut zu machen. Und das beweist es wieder mal. Aber das Gleiche ist es aber dann, wenn die Story am Anfang nicht funktioniert, dann brauchst du gar nicht erst mit dem Rest anfangen. Ne? An der Story wird's hapern. Es ist schwierig. Ich meine, ich muss noch mal drüber nachdenken, was ich daran gut und was ich schlecht finde, aber es funktioniert leider einfach nicht. Aber du siehst schon, es ist, hat Potenzial und ist viel Geld reingeflossen, aber funktioniert einfach nicht. Flup. Ich musste bis zur 6. Folge gucken, bis ich zum ersten Mal gelacht habe. Entschuldigung. Das ist aber auch nicht schlecht, so ein Duschraum, wo du einfach verschiedene Sachen machen kannst. Währenddessen wirst du von der Dusche verfolgt. Aber es ist ganz geil, ne? Ich kann nur sagen, ich gehe mal schon ein bisschen drumherum. Aber auch, na gut, dafür, dass er in seinen Klamotten geschlafen hat, wahrscheinlich seit 10.000 Tagen. Das ist einfach nötig. Ja, wirklich. Also ich lasse mal ein bisschen extra stehen hier. Ich glaube, ich bin sogar der Einzige, der bei dem die Dusche überhaupt aktiv wird. Normalerweise ist die gar nicht, die ist nur für die Extremfälle. Die ist nur für dich, Harold. Die ist nur für dich. Aber das Gute ist hier auch, weiß nicht, ob die Regie dann nochmal rangehen kann, das ist hier ein Tag in meinem Leben. Dann so stehe ich auch unter der Dusche. So die ganze Zeit. Wunderbar. Bei Game 2 hätte ich das ineinander geschnitten zu Wes Anders Musik. Das ist so sein Alltag. Oh ja. Auch die Farben passt ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Mensch, heute schon wieder Game 2. Na gut. Ja, dann bringe ich mich halt morgen um. wundervoll. Wonderful. Huh? Der ist ja noch dran. Okay. Noch aus. Genug. Da sehe ich schon. Schau's dir an. Seine Hose schaut sich schon an hier die ganze Zeit. Ja, er trägt einfach ungern eine Hose. Aber da ist ja eigentlich noch nichts passiert, ne? Noch nichts. Die sitzen nur. Aber wir können zugucken hier, das Glas. What are they doing in there? I can't hear them, but maybe I can lip read. Seems like Bridget is pretty excited about something. It looks like she's saying... Das ist... Du Monster. Du Monster! Du Monster. Wie konntest du... How could you be so callous? This is serious. Oh, Chris. Moment, ich kann ja gar nicht Lippen lesen. Ja. Na gut. Die Wahrheit tut weh. I can't sugarcoat it. Ich stelle dir vor, das ist die Wahrheit. Hurts. Anyway, we should get back. Also vor Gericht würde das alles nicht standhalten, mein Freund. Ja, dann habe ich angefangen, Lippen zu lesen. Ich kann das zwar nicht. Aber es hat gepasst zu dem, was ich gesagt habe. Ist so wie diese Bad Lip Reading auf YouTube, genau. Ne? Jetzt müsste ich mir Lippenleseunterricht nie geschwänzt hören. Ja, aber nee, geht nicht, ne?
So, jetzt muss er zurück. Tommy Gunther. Ich gucke erst mal kurz. Ach, guck mal, da haben wir hier noch mal. Ach, da, der Steinemann. Ach ja, stimmt. Nee, ist er das nicht? Ja, ja, nee, der ist es Steinemann oder der Fischmann? Der Fischmann. Zeig, genau, mit dem müsste ich auch noch mal reden. Der ist einfach so ein Engineer, genau. Ach ja. Du sollst dem ja auch die Nachricht überbringen. What do you need? Well, I'm having a bit of difficulty with a 3D printer. It's leaving gaps everywhere. Jetzt kommt ein Rätsel. Okay. What? Ich sag's dir. Yes, please. But I hope you're better with technology than you are with the ladies. War das gerade ein Diss? Anyway, see if you and your screwdriver can get its third dimension back. Es ist ein 3D-Drucker, aber eigentlich möchte ich nur Doppel-D drucken. Er möchte sich. Ne, es ist einsam unter Wasser. Yeah. Er ist alleine und hat nur seine Fische. So, you have to undo the screws first to remove the front panel. Schraub, die Schraub. Sag mal, weil Leute das auch gerade wieder sagen, aber haben wir denn Inquisitor, haben wir ja noch gar nicht ausgeschlossen, dass wir das mal für Spiele mit Bart oder so machen. Haben oder? Wir nicht. Also weil ich das immer wieder Leute sagen, wir sollen das machen. Ich habe bisher auch noch nicht gespielt. Ich auch noch nicht. Ich höre auch viel Verrücktes dafür. Also, weil das jemand im Chat gerade so quasi kategorisch ausgeschlossen hat, dass wir das nicht mehr machen. Mikro, das kann gut sein, dass wir das machen. Also ich habe das bei mir, ich hatte es gekauft und dann kam ich aber nicht dazu, es zu spielen und bin jetzt froh, weil wir es vielleicht spielen werden. Ja, es geht mir eh nicht, muss ich sagen. Oder? Einfach runter. Ist es ein Rätsel? Ist es Beschäftigungstherapie? Ich weiß es nicht, aber es dauert auf jeden Fall. Es ist interaktiv auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall interaktiv. Dass er die Dinge auch nicht auffängt oder so. Das hat ein bisschen was Therapeutisches. Also es ist wirklich so, die kleinen Aufgaben, die man macht, sind gerade so, damit keiner sagen kann, man macht ja gar nichts. Ne? Es ist so, einmal diese Schmiere wegwischen, jetzt das hier, ja, okay. So, siehst du dieses Loch? Ja, oben ist offensichtlich was kaputt, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das machen sollte unbedingt. Ich hatte ja keine andere Option. I'm sorry, Harold. Er ist einfach nur ein Arschloch. Au! Au! Sei, was the printer even broken? Maybe, maybe. If it's any consolation, I discovered this little trick the hard way. Au! Why didn't you just fix it then? Well, where would the fun have been in that? I'm not sure I du stirbst als Erster. Ja, stirbst du als Erster. Ich dachte, dieser Wachmann zuerst, aber nein, du stirbst als Erster. Beide und jetzt, in diesem Moment. Ja, wo glaubst du, geht der Schraubenzieher noch rein? Ja, aber sagen, mit dem Schraubenzieher in einem Raum einsperren, sagen nur einer kommt hier raus. Ja, exakt. Du darfst nur hier rauskommen, wenn ich den Schraubenzieher nicht sehen kann. Mir ist egal, wo du ihn hinsteckst. Ja. Hauptsache, er steckt. Anyway. See you next time. Wir werden so ein richtig schöner Killer. So wie Saw. Wir werden so ein richtig schöner, monströser Raum-Puzzle-Killer. Ja, wenn wir die Saw-Killer wären, erstmal würden wir scheckig lachen vorher. Ja, du hast selbst die ganze Zeit so. Und jetzt packe ich mal da rein. Das macht es aber eigentlich noch schlimmer, ne, wenn du auch noch rausgehst. Ja, ja, von so zwei Idioten dann. Mhm. Ich komme hier direkt vor dem Projektor sein. So, und das war's? Das war jetzt der Joke? Ja, es war mega dumm. So, wo ist mein Inventar? Ah ja, ja, genau, da. Also wieder Tommy an der Bar. Immer die Wand mit Graffiti besprüht entfernen. Das habe ich gemacht. Dann gehen wir wieder zur Bar. Harold, one more thing. What is it, Sai? Could you take Maro a message? I suppose. Is it just gonna be like hers? No, 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 nothing like that. It's something definitely unrelated. So, what's the message? Oh, okay, fine. You got me. Happy? Just tell her procedure smeecher and that she puts the YRU in Cyrus. I don't know that's such a good idea. I mean, what is this whole thing about exactly anyway? She started it. Back in the days, we were both part of the Archive Club. She was always so darn keen to throw away all the rules and invent new archiving procedures. She called it a healthy distrust for calcified mental models. But all it did was stop us ever getting anything done.
So, you disagreed about archiving? Precisely. But it was fundamental. I mean, we respected each other's work, but there was this deep difference. And I guess neither of us was willing to budge. So, what did you decide about the archives? That's not important anymore. Come on, man, sometimes you don't need to... Dann laber mich nicht voll! Okay. So, no message for her? Das ist die wahre Soap Opera, ne? Das muss wie Harvest enden. Ich muss die alle schlachten. Wirklich. Da muss überall Blut auf dem Boden hier sein. Blut und Körperteile. Ein richtig schöner auch so ein Genre-Twist, dass du plötzlich in einem Ego-Shooter bist, in dieser Optik. Ja, und ey, wenn es jetzt auf so einen Hardcore-Splatter-Ego-Shooter aus der Ego-Perspektive wechselt, ich wäre dabei. Ja, lieber Entwickler, vielleicht ein Tipp für den zweiten Teil. Das wäre auf jeden Fall, ja. Ihr habt ja schon die Assets. Warte mal, Laborsektor. Zu Tommy in die Arkaden, aber ich sollte ja auch der Professorin was sagen. Also, gehupft wie gesprungen. We know you enjoy traveling with all water. Schnauze. You're welcome. Warte mal, Grafik, fang dich. Beim Laden verschluckt. Bin echt gespannt, wie weit wir gleich noch kommen. Wir haben noch sind wir schon drüber hinweg über das, was du gespielt hast? Nein, nee, eben noch gar nicht. Aber ich habe ja auch, bei meinem Spiel sehr viel gelabert zwischendurch und so. Und glaube nicht, dass wir noch so viel weiterkommen als die Demo. Aber hey, ist Professor, ja auch ganz schön. Wird niemand gespoilert. So. Out with it then. He says, hi. Hi? Just hi? Yeah, just that. He said you'd know what it means. He's a sly one sometimes. I'll give him that. Stubborn as a mule. What's a mule? Oh, don't you start, Harold. Leave me be. I've got to think of a comeback. I mean, get some important work done. Quest erledigt! Das können die doch echt alle auch mit dem Telefon regeln. Oder muss das jetzt, müssen wir wirklich, ist unsere Arbeitszeit so unwichtig? Ich hab auf den Knopf einfach mal gedrückt. Das für die Tür. Was denn davon? Zu Tommy an die Bar. Deine Alte lässt sich knattern, lalalala. Ich hab die Lippen gelesen. Ich hoffe, ich krieg die Spesen. Agora Arkaden. Also was ich hoffe, dass ich den Spielstand der Demo hier weiterspielen kann. Müsstest du hoffentlich, ne? Ja, manche Demos bieten es an, manche nicht. Aber jetzt zum dritten Mal die ersten zwei Stunden spielen. Offen gesagt, habe ich da jetzt schon gar keinen Bock drauf. Aber ich würde es machen, weil mich doch irgendwie... Jetzt habe ich wirklich langsam mal Lust, quasi den nächsten Twist noch zu sehen. Die Entwickler hatten sich bei dir in den Comments nochmal gemeldet? Hatten sich nochmal gemeldet, ne? Aber ich weiß nicht, ob die, wie das mit den Safe Games ist. Wie gesagt, ich bin ja auch großer Fan von so Indie-Titeln. I'm sorry to bother you again, but I went looking for Mrs. Vandervaart and she was at the Harvest office. Raphael van der Vaart? It's her office. Where else would she be? I know, but it's more who was there with her that I thought... You know, I should mention. What? Who is she with? It looked totally professional. I didn't see anything bad. Just Signor Tenenbaum. What? What's he doing in her office? There's no way he knows enough about her. Wieso redet er wie Mo von Simpsons? If I had my own hair, it would never have come to this. Die Stimme auch, ne? Ja, auch dieser Selbsthass. I don't understand, Harold, what it's like to get old. But I'll be damned if I'm gonna take this lying down. Tommy, I don't think you should... Ich glaube, deine Frau liegt auch gerade down. And you're in on this with me now, Harold. You did the right thing bringing this to me. I'm really sure it's nothing, just a lunch chat. I've just been so busy working on this damned store sign, thinking Bridget would love the ambition, you know? See me as a real go-getter again. But maybe this whole time I should have been showing her signs of my love. Kannst du das nicht für dich behalten? Ja, alle sind so, ich möchte nicht sehen, was du für Zeichen der Liebe deiner Frau zeigst. Es wird noch schlimmer. Sparkly neon proclamation of my, nay, our love. A sign she won't be able to miss. Ein Penis. Ein riesiger. Mit glänzender Mähne. Nenne mich Nossi. Kaba Nossi. Vielleicht ein bisschen Sucuk. Einfach ein riesiges Sucuk. Ich hab so Hunger jetzt.
Also, Fujiko ist echt ganz gut, muss ich sagen. I'll try. Knew I could count on you. Let's get to work. Alle benutzen uns einfach nur als billige Arbeitskraft. T und B. Der Bastardzula. Das ist wirklich das Idioten-Äquivalent von einem, also Laden-Äquivalent zu, ich ritz jetzt meinen Namen irgendwie in den Baum. Might even put on a different outfit, now that I think of it. Toast und Butter? Das ist gut. Das ist ein guter Name für einen Laden, Toast und Butter. Toast und Butter. Bei mir gibt es einen, der heißt Frühstück 3000. Das finde ich auch nicht schlecht. I'm sorry, we haven't been able to spend much time. Okay. Und das Lustige ist ein Geschäft für Gartenstücke. Ja, genau, natürlich. Die haben irgendwie Schmuck und Ketten. With wo der Ziegenbock den Honig hat. Ja, zeig doch mal. Please, Bridget, will you let vielleicht mal ein einfarbiges Hemd anziehen. Voll unangenehm. Tommy, of course I love you. T und B, Titten und Bumsen. I just wanted to give you some space. I saw you working so hard on your new sign and I just wasn't allowed to tell you. Couldn't tell me what? Bin geschieden. Oh, what the heck. Unsere Trennung. I was facing some issues with the energy budget. I knew you would need a lot of light for your sign and I just wasn't allowed to tell you. Ha! No way we've got an energy problem here. That's the joke. No helping Tinnerbomb with his spray tan? That was it. No spray tan. I'm so sorry, Buttercupsy. I love you. I love you. Nehme ich jetzt auch, wenn ich stinke. Das und er steht wie ein Schluck in der Kurve. Was zur Hölle passiert da? Das ist, weil die alle keine Unterhaltung haben. Die haben nichts zu tun, deswegen ist sowas für die ein großes Drama. Die haben was sollen sie denn machen? Von Personal Space. Oh nein, der Stein ist weg. Genau jetzt wurde er geklaut. Oh nein! Blauer Stein gestohlen. Polizist, sag doch mal was. Was passiert? Steinraub. Da steht der Polizist, ne? Der Hauptmann. Harold, if it transpires you had anything. Warum haust du mich hier jetzt an? Violation of code 7887, then so. No, no. I want to find the Rock more than anyone. Say I believe. Der war bei WrestleMania zuletzt, ja? Might help us find the culprits? I'm sorry, Major. I'll let you know if I think of anything. See that you do. That missing rock is a stain on my sheet of justice. Es wäre super lustig, wenn du den Stein findest und er redet auch wie so Rock, ne? Do you smell what the Rock is cooking? Rudy Poo Candy Ass. Okay, was ist mit dir? Hast du den Stein nochmal gesehen? Ah, Harold, listen about the Rock. I'm really sorry it's gone. You know, I would have loved for you to have it. It's okay, Tony. It wasn't your fault. I just feel bad, you know? I was so wrapped up in my own stuff, maybe... I don't know. Thanks, Tommy. Maybe it'll turn up. I'm just glad you and Bridget made up. Thanks, Harold. You're a swell guy. I'll keep my eyes peeled. Let you know if I hear anything. Thanks. Und rasier dir mal die Monobraue. Ja. Lass den Schnurrbart nach oben wandern. Ja, ja, wenn er beides... Schnurrbart weg, Monobraue hat er genug eins Haare für die genau, Hairline. Kannst vorne. Du einfach so drüber kämmen dann. Ich habe jetzt Bock, mir so einen Stein einfach von draußen mitzunehmen und da so eine Augenbraue, wieder, aber eine von The Rock da drauf zu tun. Du bist darauf jetzt hängen geblieben. Ja. Das wäre schon ganz geil. Bridget? Harold, how are you doing? Kannst du ja bald aufheben, wenn er dann irgendwie in fünf Jahren zum Präsidenten wird. Ja, Präsidentstein. Dann kannst du die ganzen Gags alle raushauen. Dann hole ich mir noch so einen Stein mit so einer Trump-Friese drauf, wie so eine Präsidenten-Galerie. Ja, die Obama-Schneidezähne. Ey, das ist eine gute Idee, alle Präsidenten als Steine? Ja. Also nur mit den Haaren so als Erkennung, finde ich eigentlich ganz lustig. Und The Rock ist dann wirklich einfach nur ein Stein, ein nackter Stein. That's the joke. Mag das. Right. Das würde ich gerne mal wissen. Genau, wie funktioniert das überhaupt? Ja, stimmt. Also, was Elektroale. Ich sagte, es ist wirklich dann hier die Ausdünstung da, ne? Das wird alles methanisiert. Sie stehlen unsere Fürze. Und trinken unser Bier. Ach nee, das war Deutschlanderwerbung. Sie fahren unsere Autos. Look, if you really want to know, swing by the Energy Harvest office sometime and I'll break it down for you. Ist das dieser berühmte Ententurbo? Remind me why we can't just reduce the transport system? I ask myself the same thing.
Every time we add some new upgrade or expand it, it eats up more energy. Our production process doesn't get any more efficient. Plus, when we held an anonymous vote about it, the majority of Fedorans said they'd rather have more transport now rather than more energy later. So... I'd better go. Thanks, Bridget. Ja, weil halt keiner langfristig denkt. Ja, wirklich. Nach mir die Sintflut. Wir haben nur noch 7 Minuten. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Das, also ich weiß ja ein bisschen mehr jetzt aber als du, aber ich hoffe, wir schaffen noch zumindest bis zum nächsten Twist. Okay, lass uns mal gerade noch beeilen. Maro sagen, dass der Bauerstein weg ist. Dann machen wir es mal. Machen wir mal konzentriert jetzt. Weil ich würde den Leuten zumindest gerne noch zeigen, dass mehr drin ist, als jetzt einfach nur hinherlaufen. Wir können aber Homie auch ausfallen lassen. Ja, zur Not spielen wir einfach dann durch, das werden die sicher verstehen. Was ist das denn jetzt? Warum? Harold, got you a message. Oh. Ich auch für dich eine, links und rechts. Zoodle. Wie schaue ich dir die Haare aus dem Haar? Zoodle. No, it's from Felix. He says there's something he wants to show you and to expect a secret message soon. Oh, what? Why? I mean, and why couldn't he just have said that to me himself? I don't know. Go ask him. My work here is done. Later's, mister. Thanks. My work here is done. Du hast nichts gemacht. So. Ich hätte die Reise übrigens gerne gesehen, wenn die jetzt hier immer so rumflutschen. Ja. Hätte ich gerne, irgendwie hätte ich gerne so eine Animation, irgendwas. Ich sehe das so, das ist so Bonus-Game, also, wie bei Sonic 2 oder so Earthworm Jim-Style, ne? Ja, ja, wenn man das so sieht. Du musst dann so ausweichen jeweils, ne? Den, ja, deswegen ist ein bisschen was zu tun, ne? Die Würste, die da drin sind, ja. Lapp, da, lapp, da, lapp, da, lapp. Wird es keinen React zum Deutschen Computerspielepreis geben? I doubt it. Ist heute, heute zumindest. Oder was? Ich glaube, der ist jetzt parallel, aber wir haben momentan nicht die Gelegenheit eben, weil wir auch noch live sind und home sehen. Aber wir werden uns natürlich über die Ergebnisse informieren dann. Professor, you're not gonna believe this. Why does that not surprise me? The blue rock. It's gone. You found it? You lost it? It was stolen from Tommy's store. This is utterly vexatious, Harold. I know. What shall we do? We? I need to think. Madam CEO, you're going to want to hear this. I'm listening. It's the new boy, ma'am. It's picked up a signal that we have reason to believe originates from Earth. Earth? Have you reverse dated the transmission? We have. It was sent in 2102. So 126 years after we left. Things would have been pretty rock bottom back there by then. Let's hear what was important enough for them to call after us. Maybe it was their final farewell, huh? I hope it's nothing too awkward. Okay, I'll send a copy via... Well, just play it to me. I've got a 1205. But ma'am, it's only 10. And one of those. Okay, playing back now. This is Earth. Earth to the Fedora. Boy, you were sure hope you're all okay. Whomever is still out there. We're not quite sure how to tell you this. Uh-oh. Johnston! Cut the damn line! You're live! What? Oh, fudge! Professor, did you hear that strange message? It was hard to miss. It's the first message from Earth. Ever? Certainly in my lifetime, at least. I wonder, what kind of message would a dying civilization speculatively send to a ship that can never return? Wir wissen doch, was es bedeutet, ne? It means that the fact Allwater haven't shared it publicly yet means they're thinking about how to turn it to their advantage. What if it's not the first message? Don't be paranoid, Harold. What reason or authority would they have for keeping messages from us? Still, even if they had planned to share it immediately, they look suspicious now. Gosh, that message could be anything. Maybe they've got information for us about our mission. Hmm. Well, what could that information be? If we presuppose... Weggegangen, Platz vergangen. Geh mal ran. Das Wachstelefon wartet. Ja. Yes? Oh, it's you. Oh. Yes? No. Indeed. Well, to go wireless. Fine. What? 15%? Out of the question. Okay, sure. See you shortly. Da war niemand dran, einfach. Harold, I want you to come with me. Huh? To where? What? Who was that? Why? It was the CEO of Allwater Corp, of course, asking me to jump. What for? How high? Indeed, Harold. Indeed.
Well, unfortunately for my bath, she was adamant we went there immediately. She even unlocked our tube tickets for emergency night travel. But why? What does she want with us? Well, we'll soon find out, won't we? Come on, let's not keep Her Highness waiting. Gut, dass wir das jetzt noch schnell dahin gekriegt haben. Crisis Control. We need to get out there ahead of the turn in public sentiment. First move advantage and get this working for us, not against us. Dass die Szene einfach mal direkt hingesprungen ist, ohne dass wir gehen müssen. Ja, ne, ganz komisch. So mit ein, zwei Hindernissen im Weg, wo du eine Stunde rätseln musst. Ja, genau. Ich lass dich nur vorbei, wenn du mir mein wenn du mein Mathe-Rätsel wenn du mein Mathe-Rätsel löst. I might like a coffee. There's really no time for coffee. Time is of the essence. Professor, would you like to sit? No, thank you. I prefer to stand. A woman of action, I love that. Anyway, we must act. Due to the unfortunate Communique incident, we've been forced to move up the schedule. It's imperative we deliver some good news about the start procedure. I suppose that wouldn't hurt. To that effect, Professor. And, you there. I'll need you to supervise Cyrus directly. We can't afford for any unforeseen delays. Cyrus, he works best undisturbed. The man is a stubborn buffoon, but there's no doubting his thoroughness. Professor, please. It would do this old heart good to know that you were keeping a watchful eye on him. Or maybe your, protégé here could do it. I'll hang out with, I mean, watch Cy, sure. If it makes you happy, Madame CEO, we'll make sure Cyrus delivers. Great. Music to my ears. Thank you both. You've done all water and the ship a great service. We're ready. Go live and stay on schedule. It's my privilege to announce to you all today that our new boy program has already proven an unmitigated success. We present to you now the full and unedited audio that represents the first incoming message we've received in our lifetimes. Now, before the message plays, I'd like to take a moment to reiterate just how proud we should all be of progress on the new start procedures. It won't be long before we're ready for the first attempt, the latest in a long line of steps on the road to a greater, brighter future for us all. Please enjoy this message, brought to you by the All Water Corporation. This is, after the Fedora. Boy, we sure hope you're all okay, whomever is still out there. We're not quite sure how to tell you this. Things were pretty rocky here when you left, of course, and, you know, that was a brave move. Probably the right decision at the time. It's komplett gefaked. We didn't know whether to even tell you this, but we figured maybe it would give you some comfort way out there in the freezing clutches of deep space. What? Oh, right. Yeah, I guess. Or, I mean, even better, the comforting, warm embrace of a lovely, habitable new planet. Well, we just wanted to let you know that we pulled together down here. The sparrows calmed down, and things pretty much worked themselves out. Life still isn't perfect. Bananas died out. And you gotta be pretty careful around water. Auf so einer Welt möchte ich nicht leben. Back on track. I've survived. Wish we could send you a postcard. Anyway, be safe, and maybe one day we'll get a hello from you. We'll be listening. Also das war ja mal eine Nachricht. Das hört man gerne, ja. Ne? Wie, was? Ach, das war gar nicht nötig. Ja, toll. Ja, so ähnlich. Geht's weiter in diesem Spiel? Ich sag dir, ich bin interessiert tatsächlich daran zu sehen. Also, ja, also auch wenn es ein bisschen weird ist, wie so alles zusammenkommt. Ja, es ist nicht hundertprozentig, aber irgendwas hat es, wo ich sage, ich will die Geschichte weiterlesen. Ich krieg sowas nicht so häufig, aber ja. Es könnte irgendwie ein bisschen schneller gehen, es könnte ein bisschen belebter sein, es könnte einfach ein bisschen auch mehr lustiger sein, unterhaltsamer in der Dialogmechanik oder so. Exakt, ja. Können wir alles ja noch ermitteln, wenn wir mal oder sie selber weitergespielt haben. Aber ich kann zumindest empfehlen, also mal was anderes finden. Genau, ihr könnt gerne dranbleiben, gleich geht's weiter mit RBTV Home für die Live-Zuschauer, für die Leute, die es als Video gucken.
danke und Supporters Club. Ja, kann man ja, mal Kommentare abgeben und ja. Wie gesagt, Supporters Club ist eh die beste Möglichkeit. That's always works. War schön, mal wieder mit dir gezockt zu haben hier. Ja, wir machen sicher nicht letztlich. Wir gucken mal, wann wir vielleicht unsere Geschichten hier, von denen wir vorhin gesprochen haben, kriegen. Bis dahin sagen wir tschüss.